Dieses Mal bei Streter Bender Streberg. Nein, das geht nicht. Das ist alles gut. Ich bin raus. Ich bin beruflich. Oder wenn du weiter weg bist. Alles gut. Ja, das. Oder wenn du im ganz kleinen Raum bist, alles gut, aber beruflich. Ja, das ist dann natürlich, wenn du... Man merkt, du kommst aus den Bergen. Streter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streter, Hennes Bender und Gary Streberg. Ja, herzlich willkommen zu Streter Bender. Herzlich willkommen. Streter Bender Streberg. Nach dem Oktoberfest ist vor dem Oktoberfest. Und wir haben gesagt, laden wir uns mal Besucher aus München. Fühle mich sehr willkommen. Vielen Dank. Liebe Freunde, wir haben gleich erstmal. Gleich erstmal komplett den Gast beleidigen. Wir haben einen Wiederholungstäter. Zum ersten Mal ist ein Gast zum wiederholten Mal bei uns. Echt? Tommy Kappa ist ja nicht. Ist das wirklich so? Das erste Mal. Ja. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstmal, weil wir dich natürlich sehr mögen und weil du ein toller Talkgast bist. Genau. Zweitens gab es ein bisschen Problematik mit dem Ton beim letzten Mal. Der Ton war etwas zu. Ja, aber nur bei mir komischerweise. Und du bist nicht nur wegen uns, eigentlich auch wegen uns natürlich, aber nicht nur wegen des Podcasts angereist aus München, extra angereist aus München. Du sprichst heute auch für die AfD, habe ich gehört. das ist wegen Bernd wahrscheinlich. Das ist jemand. Bernd das Höck. Ja. Ah, was hast du denn noch vor? Ich werde mit euch zusammen, ich hoffe, das weiß auch jeder, ein Stück Hörspiel aufnehmen, weil ihr euch selbst in dem Hörspiel Ghostsitter spielt. Mhm. Wobei spielen dann natürlich im übertragenen Sinne. Method Acting. Ja, genau. Ihr spielt euch selbst. Cool. Das in einem Podcast. In welcher Staffel ist das? Staffel 5 ist das dann. Ach, schon 5. Und ihr spielt Podcaster von dem, ich glaube, der heißt auch, der Podcast heißt Knutsch mich wund und nenn mich Heinrich oder so. Mhm. Und da spielt ihr Podcaster, die sich eben über Vampire und Vampirfilme lustig machen, weil du da eine Gastrolle spielen sollst als der lustige Sidekick. Mhm. Und das führt dann dazu, dass die Vampirgemeinde sehr beleidigt ist und euch entführt. Die Vampir-Fangemeinde. Okay. Nee, die Vampire selbst. Ah, die selber. Ja, die sind echt pisst. Es geht ja. Hast du das Memo nicht gelesen? Oh. Habe ich eins geschickt. Oh, leider gestorben. Ich werde ihre Abteilung zusammenlegen und sie feuern. Haben Sie das Memo nicht gelesen? Bernd Rumpf. Ja. Nee, das war nicht Bernd Rumpf. Das hat Thomas Danneberg gesprochen. Ah, natürlich, Thomas Danneberg. Das ist Thomas Danneberg. Ich hoffe, ihm geht's gut. Als Rutger Hauer in Batman Begins. Aber aus dem gleichen Film, Liam Neeson, Bernd Rumpf ist leider verstorben. Ich weiß, ich habe bei Dieter nur echt ihn erwähnt in meinem Text. Bei wem? Ich habe nicht nur, Bernd Rumpf hat ja nicht nur Liam Neeson gesprochen, also immer Liam Neeson. Ich habe mir nochmal die Liste angeguckt. Lange Liam Neeson. Also Liam Neeson gesprochen. Seit Excalibur, also glaube ich. Wenn er seit früh aufsteht. Ja. Wo er nicht wirklich eine große Sprechrolle hat. Nein, das glänzt da gut. Und er hat nicht nur Liam Neeson gesprochen, sondern auch Alan Rickman. Er hat auch Alan Rickman gesprochen. Und nicht nur, er hat seine letzte Arbeit ist in Goliath, der neuen Staffel, die unser Freund Martin Kessler wieder mit Regie überwacht hat. Und da spricht er Dennis Quaid, seine letzte Rolle. Oh, ja. Auch, passt auch. Macht er auch ganz auch toll. Gut? Nein, Bernd Rumpf ist leider gestorben. Ich frage immer, wer gestorben ist. Ja, ich bin immer ganz erschüttert, wer gestorben ist. Außer Katharina Valente, die lebt ewig. Und da wärst du nicht erschüttert, wenn die stirbt. Doch, total. Okay. Doch. Robert Foster ist gestorben. Ja. Boah, wir fangen mit den schlimmen Sachen an. Robert Foster ist gestorben. Und sein letzter Auftritt, er ist gestorben am Tag der Premiere von El Camino. Ja. Das ist scheiße. Hat er sie noch mitbekommen? Nein, er wäre an dem Tag konnte er nicht. Vor der Premiere oder wegen der Premiere. Robert Foster hat eine sehr gute Entschuldigung. Kann leider nicht kommen, bin tot. Er hat sich nur nicht selber geschrieben wahrscheinlich. Und das ist sehr traurig. Robert Foster natürlich bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Danke, Gary, dass du ihn so adelst. Wirklich, du Arsch. Nein, Robert Jackie Foster. Jackie Brown. Tatsächlich kenne ich Robert Foster noch aus einer Krimiserie, damals aus den 70ern, wo er so ein indianisches Halbblut spielt, der als Polizist unterwegs ist.
Halbblut. Ja, und das war wieder eins von diesen Sachen, ich sollte eigentlich arbeiten und habe gedacht, Mensch, wie ist denn eigentlich die Fernsehserie von Robert Foster, als er der so, und ich habe es tatsächlich bei YouTube gefunden, jetzt habe ich aber den Namen vergessen. Auf jeden Fall, und er hat einen Film gemacht, der hieß Stunts, und deswegen ist er mir damals schon Stunts, aufgefallen. Also Stunts, quasi Formen aus Papier. Ich bin noch bei Halbblut. Nicht Stunts. Und ich überlege, ob es lustiger ist, Halbblut zu sagen, was ich Quatsch finde, oder Halblut. Hallo. Wann wird der weiße Mann endlich lernen, dass wir seine Geschenke nicht annehmen? Das kann Tommy am besten. Wunderbar. vielen Dank. Hennes, Bender. Wie gut, Leute, denkt schon, wo kommt der Halb? Ja, ja, vielen Dank. Versuch mal mit. Stressräter. Ja, Robert Foster. Möge in Frieden ruhen. Auch natürlich in. Boah, ey, so eine. Robert Foster ist tot, was ist hier los? Verdammt. Alligator hat er mitgespielt, der Horror-Alligator auch. Und er hat immer ja. Ich glaube, in jedem Film, der noch so albern war, hat er eine Gravitas gegeben. Und natürlich das Schwarze Loch, nicht zu vergessen. Einer meiner, das hatte eine Menge Gravitas. Das hatte ganz Loch, meine. Das war so viel Schwert. Der hat das Schwarze Loch gespielt. Ja. Nein, das war Maximilian Schell. Der hat das Schwarze Loch gespielt? Maximilian Schell, der Besitzer dieser ganzen Tankstelle. Ganz richtig. Ganz richtig. Darauf ein Bruder. Warum haben wir eigentlich Sekt? Ja, ich weiß, Sektgläser. Sekt. Warum haben wir Wodka? Ich habe ja kein Glas gekriegt. Nein, du hast kein Glas gekriegt. Du kriegst gleich Kaffee. Okay. El Camino, was sagen wir zu El Camino? Hallo. Ja, El Camino, eine Geschichte darüber, Holz zu verbrennen in der Wohnung. Mir hat es nicht gut gefallen. Nein, was hat dir nicht gefallen? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe El Camino nicht gesehen. El Camino vor allen Dingen. El Camino. El Camino, ich würde meinen Kamin so nennen mit so einer. Alter. Ja, ist doch super. Ja, Spanisch für der Kamin. Nein. El Camino. Oh, Gott, El Camino ist Spanisch für der Weg. Ja. Wusstest du das? Nee. Ja, jetzt weiß ich. Ich habe das irgendwie mit dem Auto in Verbindung gebracht. Ja. Und ja, weil es auch ein El Camino ist, den er da fährt. Ja, aber das hat irgendwas mit Kaminski zu tun. Nein. Jürgen Kaminski. Also es ist quasi a Breaking Bad Film. Hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Es war eine Fortsetzung, die keiner erwartet hat und auch keiner gebraucht hat. Zettel hat. Aber es war trotzdem schön, nochmal in diese Breaking Bad-Welt einzutauchen und von daher ein absoluter Gewinn. Und als ich gehört habe, dass das Vince Gilligan da auch das Drehbuch und die Regie geführt hat, wusste ich, das wird auf jeden Fall gut. Ich denke bei Vince Gilligan immer, der wäre nur so groß, weißt du, so wegen Gilligans Vornamen. Insel auch. Nee, wegen dem Vornamen. Vince, ja. Also ich, auch was du sagst, es hat eigentlich keiner gebraucht, aber es war schön, alte Bekannte wiederzusehen. Natürlich durch die Flashbacks, ohne dass wir jetzt groß spoilern wollen, gibt es einige Wiedersehen mit bekannten Figuren aus Breaking Bad. Genau. Und ja, Aaron Paul macht das sehr gut. Macht das super. Also, schade, dass der nie so die Karriere gemacht hat. Obwohl, er ist jetzt bei Westworld, ist er, glaube ich, dabei. Ja. Aaron Paul. Und Jesse Paul ist 38 oder so, der kann noch die Welt aus den Angeln heben. Naja, er hat ja nach Breaking Bad dann erstmal Need for Speed gemacht, glaube ich, war das. Das Bedürfnis nach Geschwindigkeit. Hätte ich auch gemacht. Nach Breaking Bad erstmal. Das musst du wie so ein Jane Austen-Film aufziehen. Aaron Paul in Das Bedürfnis nach Geschwindigkeit. In Zeiten der Cholera. Ich war bei Fast and the Furious. Ja, Fast and the Furious habe ich neulich gesehen im Zug. Das war wirklich mein erster. Neuen Dings da. Furious Story. Genau, Furious Story. Also den achten Teil, weil du gerade Martin Kessler gesagt hast, ich habe dann immer umgeschaltet auf Deutsch, wenn Vin Diesel auftauchte, weil Vin Diesel ist einfach besser, wenn Martin ihn spricht. Du kannst auch nur dann kannst du auch nur jemanden nehmen, der Diesel heißt, wenn es um Autos geht. Ja. Man hätte aber, die Filme kommen derartig häufig, dass man sie eigentlich Intervall Fast and the Furious nennen sollte, weil alle halbe Jahre kommt da irgendein Rip-Off. Intervallfasten in The Furious. Intervallfasten in The Furious. Also 16 Stunden kommt ein neuer Film. Witz macht wirklich keinen Sinn. Also ich habe mich unter Niveau sehr gut amüsiert, muss ich sagen. Sag ich doch immer. Kann ich jetzt bitte einen Kaffee haben, Geburtstagskind? Geburtstag, Markus, Kaffee bitte. Dein Ehrentag entbindet dich jetzt nicht davon. Unser lieber Markus Pfeffer hier im Little Nemo hat heute Geburtstag. Markus Pfeffer hat Geburtstag. Kommen Sie reichlich. Bloodshot. Vin Diesel. Was? Hast du schon reingeguckt in den Trailer? Bloodshot? Bloodshot? Das ist, möchtest du auch so was sagen? Bloodshot. Gary, Bloodshot. Bloodshot. Klingt wie so ein bayerisches Wort. Bloodshot. Es sah ganz ordentlich aus, aber es war natürlich so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen erinnert an den an diese Filme, die Jean-Claude Van Damme gemacht hat und mit Rutger Hauer, glaube ich. Ne? Nicht Bloodsport, Quatsch. Blood Wars? Irgendwas mit Soldier, von einem Emmerich. Universal Soldier. Ja, natürlich. Genau, daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Wo hat denn da Rutger Hauer mitgespielt? Was?
Habe ich Rutger Hauer gesagt? Du hast Rutger Hauer. Nee, dann, nein, ich meine. Du meintest Dolph Lundgren. Dolph Lundgren. Das ist sowas ähnliches wie Rutger Hauer. Kann man ja leicht verwechseln, weil das beides Männer sind. Den und Julia Roberts, diese drei. Das waren blonde Männer aus. Weiß ich auch, also ich fand den Trailer vor allem wegen der Benutzung von dem Johnny Cash Song natürlich sehr, sehr schön. Echt? Der immer wiederholt wird. Aber es ist auch eine Geschichte. Ach ja, stimmt. We'll meet again. We'll meet again. Don't know when. Ja. Ganz genau. Aber es ist die Geschichte, dass ein Soldat nochmal genetisch manipuliert und als Roboter dann wiederkommt, ist eigentlich auch nicht so originell. Wie gesagt, Special Effect-mäßig sah es ganz ordentlich aus, aber es ist jetzt nichts, worauf ich warte. Speziell schlechte Ideen müssen gut gemacht sein. Ja, wenn das stimmt. Das freue ich mich, ja. Denke ich. Schlechte Ideen müssen gut gemacht sein. Das kann man sagen. Ja. Schlechte Ideen. Der letzte Bulle kommt ins Kino. Habe ich total Bock drauf. Ja? Ja. Ja. Tut mir leid. Also ich freue mich da auch so ein bisschen drauf, weil ich habe die Serie überhaupt nicht gesehen. Ja, und ich glaube, wenn man die Serie nicht gesehen hat, ist es okay. Aber ich glaube, es ist wirklich ein Reboot. Es ist ein Reboot tatsächlich. Also man hat sich, es ist nicht einfach eine weiterführende Geschichte, sondern es ist die Origin-Story. Es ist was heißt das? Aber das ist aber nochmal das Gleiche. Aber nochmal das Gleiche. Gut, aber bei Batman gab es ja auch 40.000 Mal dieselbe Geschichte. Naja, ich sag mal so, der letzte Bulle. Sie werden schon eine neue Storyline erfinden. Das macht der Peter Torwart, ne? Ja. Nicht wahr? Ja. Das macht Peter Torwart. Das mit nicht Christina Stürmer, sondern Peter Torwart. Peter Torwart, genau. nicht Manni der Libero, ja, ich wollte auch gerade. Übrigens, Side Note, hier unser lieber Kollege Daniele Rizzo spielt da mit. Hat eine kleine Rolle im Trailer. Also im Trailer kann man... Kristall spielt auch mit, spielen eine Menge Leute mit. Ist ja auch so in Filmen. Kristall, den kannst du jetzt lustig finden oder nicht, das ist deine Privatsache. Aber Schauspielern kann der Junge. Das muss man echt mal. Also ich sag, wenn er jetzt noch mal lernt, wie man sich seine Baseballkappe richtig rum aufsetzt, wird vielleicht auch was aus ihm. Ich glaube ja, der steht immer nur verkehrt rum. Ja, das kann sein, ja. Die Baseballkappe ist richtig. Der steht nur verkehrt. Ja, der steht verkehrt. Wenn sich der mal rumdrehen würde, dann wäre es auch für das Programm vielleicht nicht immer nur. Also nee, aber er feststeht, der kann. Spielen. Schauspieler. Vielleicht der können kann wir mal spielen, irgendwann mal über das Werk von Peter Torwart irgendwann mal reden. Ja. Natürlich. Bang Boom Bang, hast du den gesehen? Mhm. Ja. Das war ein guter Film. War ein guter Film. Ja. Fand ich auch. Der läuft hier in Bochum seit 25 Jahren einmal die Woche. Und die Leute sprechen mit wie bei Rocky Horror Picture Show. Das ist werfen aber nicht mit Reis, weil keiner drin vorkommt. Nein. Nee. Nein, das noch. Sollte man mal machen. Mit Spider-Man. Ja, auch immer versuchen mitzubringen. Sie werfen Tresore. Einen zu 40. Mein Lieblingszitat aus Bang Boom Bang ist: Ihr seht nicht nur scheiße aus, ihr seid auch scheiße. Ja. Das ist wirklich fantastisch. Ja, ja. Star Wars, der finale Trailer, gerade rausgekommen. Ja, kann man machen. Wie sagt man da? Ticks all boxes, finde ich irgendwie. Ja, ne? Willst du ja an so eine Liste? Muss jetzt. Irgendwie so, Ja. Daisy Ridley. Lando Calrissian, den teigigen Lando Calrissian. Das ist immer so ein Verzweiflungsakt. Den allerletzten durchgealterten Origin-Schauspieler auszupopeln. Aber wir werden sehen. Weiß ich gar nicht, ob das ein Verzweiflungsakt ist. Ich glaube, das stand jetzt einfach an. Das ist ein Fandienst. Ja. Also, ein Fandienst. Ich glaube, Billy Dee Williams konntest du vor 2 Jahren noch auf der Comic-Con in Dortmund angucken. Ja, ist ja nicht schlimm. Und in 2 Jahren auch wieder. Aber er hat das ja auch gut gemacht. Darf ich dich daran erinnern, dass du dieses Jahr noch Rutger Hauer auf der Comic-Con getroffen hast? Du hast recht. Ja. Ich nehme alles zurück. Den verwechsel ich immer mit Billy Dee Williams, den Rutger Hauer. Ach nee, das ist Dolph Lundgren. Das wäre Julia Roberts. Ja, natürlich auf Nummer sicher. Theo Hast du Theo Lingen Theo gesagt? Theo Lingen. Wird sich selten erwähnen. Oh, direkt mal. Also, Entschuldigung. Darf ich mal? Wie kommen wir jetzt von... Wer war das jetzt? Moser. Angeblich ist es bei Hans Moser so gewesen, dass der am Schluss in den Film, er konnte ja nichts mehr sehen und nichts mehr hören, und man hat ihn einfach nur ins Bild geschubst und er hat irgendwas improvisiert und das hat sowieso keiner verstanden. Aber du weißt, kommt eigentlich durch Hans? Um deine Frage, bevor du sie stellst, zu beantworten. Ja. Ja. Vielleicht gibt es auch ein Keyboard für so ein Hans-Moser-Keyboard. Ja, kann ja sein. Danke. Drei Kaffee für mich. Gary, ich möchte deine Frage, bevor du sie stellst, mit Ja beantworten. Kommt der Begriff Mosern von Hans Moser? Ist das Mosern kommt von Hans Moser. Doch, natürlich. Ja, doch. Nein, doch. Nein. Gundula. Das glaube ich schon. Du aus der Ecke hier wieder. Wo kommt das von Moser? Weißt du das? Doch, behauptest du das jetzt einfach? Das,
Wie, nein? Ja, stimmt, dabei hat er doch selber nie Mosern gesagt. Was, Schatz? Aber, da sagt man immer, er meint die Krankheit mit den Pusteln. Was, Schatz? Also ich meine, ja, ich mal glaub, gehört zu haben, dass das daher kommt. Doch. Doch. Das ja. macht auch, das ergibt doch totalen Sinn. Ja, stimmt. Ja. Weißt du, das Tragische ist, dass keiner weiß, von wem wir reden. Von Hans Moser natürlich. Da irrst du dich gewaltig. Also unsere Zielgruppe ist 65. Okay. Ja, wenn überhaupt. Ja. Wir sind Influencer. Okay, Star Wars. Stimmt, da waren wir. Daisy Ridley quasi als eine Art Lara Croft. Sehr, sehr, sehr schöne Bilder. Mhm. Der Imperator, man sieht den Thron, was jetzt natürlich sehr nach naja, Game man of hört Thrones seine aussieht. Stimme, ne? Am Ende sieht man ihn sogar auch von der Seite. Aber ich finde den war er denn da? Daisy Ridley, also Ray steht direkt vor ihm. Also man sieht mal, haben die da spoilermäßig eigentlich den Imperator gemeinsam zerhauen? Ist das... Nee, ich glaube, das ist was anderes. Also irgendwas anderes kaputt gehauen. Also, aber allein schon ein Spoiler, dass die beiden zusammen gleichzeitig mit ihren Schwertern auf etwas draufhauen. Ja. Nicht, dass uns jetzt sehr überrascht. Mir ist auch aufgefallen, dass der Dings, der Kylo Ren, dass der sein Schwert so komisch wegsteckt. Was hast du? Ja, ja, stimmt. So, er geht auf, die, Kamera zu. Auf die Kamera zu, auf die Daisy Ridley geht dazu und steckt das Schwert dann aber so nach hinten, weißt du, so als wenn es nicht bedrohlich. Ich glaube, das ist einfach nur ein Move, der deswegen so ist, weil wenn du drehst und da sind diese Parierstangen sind noch nicht dran, dann kann man das natürlich ganz wunderbar machen. Aber ich frage mich, wie soll das gehen, sich nicht mit den Parierstangen den Oberschenkel aufzuschneiden, wenn man... aber gut, aber vielleicht ein bisschen nerdig. Vielleicht wird das ein bisschen nerdig. Was ich auch klasse fand, irgendeiner hat uns in irgendeinem Kommentar, ich glaube sogar bei Patreon war das, und nicht vergessen, Vorverkauf läuft, ab heute so. Also, läuft der nur einen Tag oder so? Ja, der ist dann vorbei. Ja, der Film läuft einen Tag. Einen Tag weil der so teuer ist. Für die Kinos. Freuen ganz wir genau. uns jetzt auf den Film, weil er kommt, oder freuen wir uns, dass es vorbei ist? Wir freuen uns drauf, weil es Weihnachten ist, wir ins Kino gehen können, draußen ist kalt. Und wir freuen uns wieder auf einen guten Star Wars-Film. Ich glaube, er wird einiges wieder wettmachen. Ach, bin ich der Einzige, der den davor gut fand? Fandest du den gut? Ich fand den auch. Ich mochte den auch, ja. Ich mochte den auch. Aber viele natürlich nicht. Ja, weil sie halt immer was zu kacken haben. Naja, andere, weißt du, das. Mosern. Sich beschweren. Das Wort ist seit dem 18. Jahrhundert bezeugt und beruht so alt auf ist der nicht. Mosern, Masern, verraten, ausplaudern. Dieses aus Westjiddisch Masern, verraten, aus Hebräisch Limsar. Die Bedeutung Entwicklung des heutigen Nörgeln ist nicht geklärt. Aber, also, man weiß es nicht. Ja, weil es könnte ja auch sein, dass der nach diesem Wort benannt ist, der Hans Moser. Er hat sich so genannt. Ja. Also, meine Plauze ist auf jeden Fall nach Carsten Speck benannt. So kann ich sagen, aber das stimmt. Weiß ich nicht. Weiß er das? Zum Glück nicht nach Holger Speckhahn. Also ich fand bei dem alten, bei dem Film davor, wie hieß der noch? Fand ich toll, das war der erste Star Wars Film, bei dem ich nicht wusste, was als nächstes passiert. Das fand ich eben auch toll. Ja, und ich mag mittlerweile einfach Filme, bei denen ich nicht weiß, was als nächstes passiert. Ja. Oder bei denen ich so sehr weiß, was hoffentlich als nächstes passiert und es dann in so eine clevere Art verpackt ist, dass ich mich nicht langweile. Oh, und davon gibt es einfach sehr wenige. Ja, aber da gibt es ja diese eine Serie, ich habe dir gestern davon erzählt, da kommen wir gleich noch zu, mit Paul Rudd. Ah ja, genau. Weil die ist tatsächlich so. Hast du die? Ja, die ist wirklich so. Da habe ich schon zwei Folgen gesehen. Ja. Und die reden wir gleich drüber. Ja. Paul Rudd kann auch viel. Birds of Prey and the Fabulous Emancipation of One Harley Quinn. Was? So heißt der Film. Sag doch einfach der Harley Quinn-Film. Der Harley Quinn-Film. Der Harley Quinn-Film. Mit Margot Robbie. Weiß ich jetzt nicht. Das große Problem ist, dass sie das Beste war an Suicide Squad. Ja, aber dann ist das doch gut. Dann ist es eigentlich kein Problem. Und das, habe ich das Gefühl, wird im Trailer schon überaus geschlachtet. Es spricht mich... Ja, sie müssen halt auch wieder was gut machen, ne? Ja, aber man guckt den Trailer doch mal an. Machen Sie mit dem Trailer irgendwas gut? Ist es wieder. Das ist Entitlement. Ihr kriegt jetzt das, was das Beste war bei Suicide Squad, nämlich Margot Robbie als Harley Quinn. Genau. Ja, weiß ich nicht. Mal sehen. Also die Cosplays von Harley Quinn zum Beispiel, die sie dadurch ausgelöst haben. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das was Schlechtes ist für die Welt. Das hat nicht Harley Quinn ausgelöst, sondern der Kostümdesigner. Aber mit der Harley Quinn drin. Naja, aber das war schon Frau. Ja, ohne wirkt es halt nicht. Ja, wenn du es angezogen hättest, wäre es natürlich auch nicht. Das ist so wie wenn ich als Ariel auftreten würde. Ja, hör auf, pflanz mir noch nicht solche Bilder in den Kopf. Also ich möchte aber nochmal ganz kurz auf den Trailer von Star Wars zurückkommen, weil ich habe heute Morgen schon bei YouTube gibt es ja dann so Reaction-Videos. Da war ein Video, das hatte den Titel Zu wenig, zu spät. Was? Zu wenig, zu spät. Okay, hast du drunter geschrieben, for you, sucker. Ja, für einen Trailer. Ja, für einen
Trailer. Warum? Also zu wenig, ja, ich weiß auch nicht, was die immer zu kacken haben. Echt, das ist... Ja, wenn sie mehr kacken würden, glaube ich, wäre das... Es haben sich zum Beispiel auch viele Leute beschwert, dass unser letzter Podcast, unser Special mit Bettina Böttinger, nur 40 Minuten lang war oder 15 Minuten. Das haben wir aus Spaß gemacht. Hallo, ja, es war nun mal halt so lang, wie wir die Zeit haben. Wir hätten es auch sein lassen können. Ich meine, wir haben die Frau Böttinger sowieso schon gekidnappt. Genau, wir haben sie in Shanghai. Wir waren schon gegen ihren Willen da. Also von daher war es schon gut. Was haben wir denn noch? Genau, Batman-Neuigkeiten. Zoe Kravitz spielt Catwoman. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Thorsten? Ich meine, Zoe Kravitz spielt Catwoman, da wehen mich ohne Ansehen von Hautfarbe und so wieder alte Halle Berry, ich laufe CGI die hast Wand lang. Hast du eigentlich gesehen? Viermal. Spiel Halle Berry. Viermal? Viermal hast du Catwoman gesehen? Okay. Weil mir damals langweilig war. Okay. Habe ich viermal geguckt, was ich gut daran finden kann, die Musik oder, ich meine, es ging ja um Kosmetik, Sharon Stone war gut, so richtig, ja, es war generell das ganze pseudo-gerippte also PVC-Hosen-Gedöns. Aber es war schon weh, als ich dachte, Halle Berry spielt Catwoman, dachte ich damals, yes, yes. Und dann sah ich den Film und dachte so, no. An Michelle Pfeiffer kommst du erstmal nicht ran. Nein. Und auch an das Kostüm nicht, muss man Und auch an das Kostüm nicht. Und das war ein Kostüm, in das sie wirklich reingeschweißt wurde, wo sie kaum atmen konnte, wo Luft reingepumpt wurde. Das, muss das sieht man ihr manchmal auch an. Wir müssen abwarten. Aber eine gute Neuigkeit ist, dass Michael Giacchino den Score schreiben wird. Michael Giacchino. Ja. Michael Giacchino. Spielt Giacchino. Fürs Kino macht er den, ja. Ja. Da freue ich mich drauf. Kennst du? Der Komponist von persönlich Lost. Nicht, nein. Komponist von Lost toll. Und Incredibles. Und Lost. Bei Lost diese Bass. Ant-Man. Hat ganz viel. Hallo, wir dürfen keine Musik machen hier. Das, ja. Da kommt die GEMA noch nicht, wenn ich... Hast du eine Ahnung? Kommt zu mir, wenn ihr das erkannt habt. Oh, Thorsten Sträter gegen die GEMA. Ja, echt. Geh mal weg, ey. Wisst ihr, dass Herr Baldorf mal versucht hat, sich die Tonleiter GEMA schützen zu lassen? Nein. Ja? Er hat es versucht und die GEMA hat sich bei ihm persönlich gemeldet mit dem, der Brief begann irgendwie mit sowas wie netter Versuch. Aber eine gute Idee. Gary, du hast einen Film gesehen, der noch nicht läuft oder der jetzt, den wir noch nicht gesehen haben. Erzähl Laufen, mal. Tut bald. Erzähl mal, wenn ich bin ein bisschen leid. Drauf kommen, was es ist. Ja, genau. Mach doch mal Charade. Also, nein, ich habe mir Terminator angeguckt. Terminator Dark Fate. Aha. Also Faith oder Fate? Fate. Schicksal. Genau. Möchtest du auch an Pausen wecken? Weil du hast ja gerade so einen... Nein, vielen Dank. Nein. Achten Sie jetzt nicht auf den schwarzen Mann, der isst. Achten Sie nicht auf den schwarzen Mann. Doch, das ist so. Doch, das ist immer sehr gut. Da sollten wir eigentlich mal ein Video machen. Thorsten Let's isst. Eat. Ja, genau. Sträter frisst. Wie war denn also, Terminator da? Also, er ist eigentlich... jetzt lass ihn doch wenigstens diesen Satz machen. Neulich einer nach dem Auftritt. Jetzt lassen Sie den Striebech doch mal aussprechen. Der hat doch was zu sagen. Unterhalten wir uns jetzt darüber, dass wir ihn nicht ausreden lassen. Genau. Das ist schön. Das ist Meta. Also, er hat genau die Erwartungen... Er hat genau die Erwartungen erfüllt, die ich gehabt habe. Und die waren? Einen guten Actionfilm. Es war sehr gute Unterhaltung. Es war natürlich sehr Woran viel lag's? CGI. Es lag tatsächlich auch an Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton, die beide keine Cameo-Rolle gespielt haben, weil damit hatte ich gerechnet. Ich habe gedacht, die tauchen in zwei Szenen auf. Ja. Aber Linda Hamilton spielt eine super wichtige Rolle. Und Arnold Schwarzenegger. Sarah Connor. Natürlich Sarah Connor. Aber wie gesagt, man hätte ja meinen können, die taucht jetzt nur zwei Minuten auf und ist dann wieder weg. Aber, oder stirbt oder so. Aber und sie hat ein paar super One-Liner und Schwarzenegger hat super Comic-Relief-Sachen. Dann Mackenzie Davis spielt ja praktisch Kyle Reese. Also im Grunde ist das Terminator 1. Macht er denn wieder das gut, was die Terminator-Versuche, also ab dem dritten kann man ja sagen. Im Grunde, wir wollen mal ganz ehrlich sein, die Handlung ist ja immer die gleiche. Ja. Zwei Zeitreisende kommen aus der Zukunft. Eines Mensch, beziehungsweise eine mimetische Polylegierung. Ja, genau. Ja. Und der andere ist halt ein Terminator. Der Terminator jetzt wirkt sehr bedrohlich dadurch, dass er, weil er halt so nett aussieht. Na, also das ist echt so ein das Ganze spielt so im mexikanischen Grenzgebiet so und greift natürlich auch die Themen von heute, so illegale Einwanderung und sowas auf. Das klingt aber alles jetzt
sehr gut. So. Ja, der ist auch tatsächlich klingt gut. Auch gar nicht nach nur einem Actionfilm. Ja, aber ja, ich weiß jetzt nicht, also für mich also stand die Action mit Handlung schon, aber es ist wirklich, also du darfst von der Handlung nicht zu viel erwarten. Es ist, ah, im Grunde ist es Terminator 1. Na gut, ist aber ein bisschen clever. Weil das fand ich ja zum Beispiel bei Terminator. Ja, ja, tatsächlich. Also ja, zum Beispiel die Rolle, die Arnold Schwarzenegger spielt. Da habe ich mit was ganz anderem gerechnet, okay, tatsächlich. Wollen ja, doch, das ist tatsächlich sehr clever, weil das wird am Anfang, gibt es eine Sache, die ich echt nicht spoilern will. Mhm. Es hat auch wieder was mit es hat auch wieder was mit hier, wie nennt man das, De-Aging? Dieses ja, was ja, jetzt gerade. Mit dem Verjüngungs-, genau, der Verjüngungssoftware. Genau. Damit hat es genau was zu tun. Verjüngungs-App. Face-App. Genau. Und, aber dann nimmt das seinen Lauf und dann kriegt das tatsächlich so einen kleinen Twist. Und der Twist ist tatsächlich sehr, sehr lustig. Mhm. Und also ja, man hat halt die ganze Zeit, gibt's aufs Maul, hier actionmäßig. Also aber rückblickend ist ja, weil du ja auch sagst, Terminator 2, und wir haben ja den ersten Terminator, haben wir ja einen Audiokommentar gesprochen für unsere, ja, für unsere Patrons. Da ist ja die Zeitgeschichte und der soziale Kommentar doch auch durchaus relevant. Ja, das ist hier auch zu spüren, ganz klar, und aber jetzt auch nicht so hyper immerhin, dominierend, weil das war in denen davor halt völlig überhaupt scheißegal. Nicht, ja, denen war das scheißegal. Aber nur laut. Genau, von daher ist das sicherlich wieder Back to the Roots. Und und Cameron hat selber geschrieben und produziert. Der hat die Story aufgeschrieben auf dem Blatt Papier. Ja gut, dann aber das kann ja bei Drehbuch Cameron daraus durchaus auch, ja, natürlich, das Schiff geht unter. Man spürt schon seine Präsenz und wie gesagt, und ich komme jetzt nicht auf den Namen des Regisseurs, Mike Kotlewski, der auch Deadpool gemacht hat. Ah, ja. Der macht das, der kann halt Action inszenieren. Also nicht verwackelte, Scheiße, wo ich nicht, nee, weiß, was passiert, sondern ich sehe, hast was passiert, ihn, und genau, Leute können, genau, wirklich, genau, Sachen. Hast du ihn, genau, in 3D gesehen oder in? Nee, bei der Pressevorführung war nur. Du hast Watchmen gesehen. Watchmen, die erste Folge. Erzähl mal. Ja, Watchmen war auch sehr interessant. Also ich musste mich erstmal wieder mit so ein paar Videos daran erinnern, worum es bei Watchmen überhaupt geht. Das heißt, du hast Watchmen als Comic nicht nicht jetzt so präsent. Ist das nicht ein Prequel auch? Nein, es spielt 36 Jahre danach. Nach dem Comic. Nach dem Comic. Es gab Prequels als Comic. Ah, okay. Genau. Ach ja, das war das, wo, genau, der Erfinder gesagt hat, dass er eigentlich nicht dafür ist. Ne? Genau. Nee, genau. Er wird auch nicht namentlich genannt. Und also diese ganze Historie, Wir haben jetzt Prequels, die er nicht gut fand, dass es sie gibt. Wir haben sein Stück und danach jetzt eine Serie, in der er nicht genannt wird. Ja, nicht genannt werden will auch. Ne? Der will ja nichts damit zu. Aber die Rechte liegen halt bei Paramount. Okay. Und deswegen ist er auch so knatschig, weil er wollte natürlich auch, dass keiner da was weitermacht in seinem Namen. Und, ist es denn im Stil? Ist es denn im Stil der Comics? Weil die Verfilmung, nein, es ist die Zack Snyder-Verfilmung. Ruhig, Tommy. Ruhig. Muss töten. Zack-Snyder-Verfilmung war ja 1:1. Die Abfilmung, das eigentlich ist der Comic ja Storyboard. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe mir jetzt nochmal so ein paar Videos bei YouTube angeguckt, aber in entscheidenden Sachen unterscheidet er sich schon, okay, von dem Comic. Ja. Ne? Und in Motivationen der Figuren und in dem Snyder-Ding ist viel mehr Action drin, was aber diesmal jetzt nicht so gut ist. John Johnson spielt mit, glaube ich. Ne? John Donson spielt mit in der ersten Folge von früher immer gesagt. Der John Donson vom Autoscooter war bei uns in der Kindheit ein gefühliger Begriff. Da bist du, der John Donson vom Autoscooter. Also, sagen wir mal so, man kann das gucken, ohne das Vorwissen zu haben zu Watchmen. Das ist ja gut, immer wichtig. Ist wichtig. Aber es macht halt keinen Spaß. Aber wenn man das präsent hat, zum Beispiel, wenn du im Hintergrund ein Poster siehst mit, wo Robert Redford drauf ist und da steht President Redford, dann weißt du nur, wenn du die Comics gelesen hast, weißt du, worum es da geht. Warum ist Robert Redford Präsident? Ja. Weil er ist nach Nixon ist er Präsident geworden. In der Timeline von genau. Watchmen. Nach was für Nixon? Das ist völlig Richard absurd. Nixon. Ariel, ja, kommt noch mit dem Fischschwanz. Ja, Ariel, die Meerjungfrau, war Präsident. Hast du es nicht mitgekriegt? Das ist halt. Ariel ist ein Waschmittel, Alter. Was laberst du? Das ist das Fakt. Also ich bin sehr gespannt, die erste Folge, Regina King, die spielt ja da die Hauptrolle, ja, die ja auch bei Leftovers schon, hast du Leftovers mal gesehen? Nein, leider. Ja. Oh, sehr gut. Muss ich machen, ne? Sehr gut, sehr genau. Gut, ja. Ich fange gleich an. Links rüber heißt das, übersetzt. Leftover, ja, wenn man überholt. Die spielt da die Hauptrolle und sie spielt auch so eine,
ja, Superheldin, weiß ich nicht. Das sind ja alles Superhelden, die nicht wirklich Superkräfte haben. Da ist ja nur der wie heißt er noch? Mr. Manhattan. Mr. Manhattan, ganz genau. Ja, noch nicht in der ersten Folge. Aber Jeremy Irons spielt da auch eine Figur aus. Also es gibt immer so Querverweise zu Jeremy zu Irons bedeutet so viel wie Jeremy bügelt. Bügelt, ja. Genau. Müsstest du als Herrenschneider eigentlich. Fällt mir jetzt erst auf. Also ich bin sehr gespannt, es ab November auch bei Sky zu sehen. Hast du denn gesehen? Bei HBO. Was bei HBO? Ja, ich darf da drüber nicht. Ja, okay, alles klar, ich verstehe. Ja. Okay. Tommy, du bist viel beschäftigt. Wann warst du das letzte Mal im Kino? Das ist tatsächlich schon viel zu lange her. Das ist ganz ekelhaft. Ich habe zwar natürlich jetzt zu Hause 4K-Beamer, Dolby 7.000. Auf was für 4K-Beamer hast du? Von Optoma, der während dem Prime Day Werbung. Plötzlich irgendwie, Entschuldigung, der ja. von der während dem Day plötzlich irgendwie 500 Euro billiger war. Und ja, aber der war immer noch teurer. Wie viel Ansilum hat der? 7.000, ne? Der hat 5.500, glaube ich. 5.500, und das ist für zu Hause großartig. Und da ich zurzeit so wahnsinnig irrsinnig viel zu schreiben habe, komme ich nicht aus diesem Haus raus. Okay, ich muss so erzählen, ich habe mir den LG geholt, den LG KG80. Das ist so eine viereckige Kiste. Müssen wir jetzt Werbesender sind? Sind sie ja oft diese vier. Okay. Produktinformation. Kann sofort, bam, ist super. Ja, kann ein 4K-Beamer, kann der auch 3D oder kann der nicht mehr 3D? Das kommt drauf an. Also es gibt welche, die 3D können. Also der, den ich habe, der kann nicht 3D. Will ich aber jetzt auch gar nicht, weil ich auf meinem Fernseher perfektes 3D habe. Na gut, aber wenn ich jetzt... Und er stellt den Fernseher immer vor diese Beamerleinwand. Nein, es geht einfach darum zu zocken. Also es gibt keine 3D-Spiele mehr und ich warte auf Call of Duty. Ich installiere die ganze Call of Duty-Scheiße, 400 Gigabyte, und dann denke ich, ja, start dann so. 4 Tage, 47 Minuten. Ja, das ist der Pre-Download. Fickt, oh ja, was soll ich damit mit dem Pre-Download? Dass du am 25. Los, nachts um 12 Uhr sofort losgehst. Da kann ich gar nicht. Da kannst du gar nicht. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Welchen Film du im Kino gesehen hast das letzte Mal? Das weiß ich gar nicht. Das ist schon viel zu lange her. Welchen Film hast du das als letztes gesehen? Den letzten Film, den ich gesehen habe, das war eine Netflix-Produktion, das war eben dieser Murder Mystery, wo ich gesagt habe, als Autor... Wie du dir im Kino anguckst. Dass man da als Endler. Autor sich hinsetzen kann und sagt, oh mein Gott, wie angenehm, es ist alles so perfekt, jede kleine Sache, die gesät wird, wird geerntet. Was denn? Unglaublich. Was war Murder Mystery ist ein ganz einfacher... Mit Adam Sandler und Jennifer Aniston. Comedy-Dings da, Murder Mystery-Film, der... Ach so, ja. Ist der so gut? Der ist gut. Ich habe nichts erwartet, sondern ich habe einfach nur gesagt, hey, es ist 23 Uhr, ich könnte mir tatsächlich jetzt mal einen Film anschauen. Und dann waren meine Frau und ich saßen davor und waren so befriedigt. Es ist natürlich auch so, dass wir dadurch, dass wir diesen Beruf auch beide haben, dass dann immer so automatisch, wenn du eine Band guckst und du bist Musiker und sagst, es glaube ich nicht, dass der Schlagzeug, der hängt doch. Und dann ist das so großartig. Ja, ich kenne jetzt mindestens zwei Personen. Einer davon wird, wenn er das hört, gerade auf dem Laufband laufen, der komplett konträre Meinung ist. Er findet Kommissar den Rex total, oder wer total ist denn jetzt auf dem Laufband? Zwei gute Kollegen von mir, und die finden den total kacke. Den Film oder Adam Sandler per se? Nee, den Film. Erstaunlich. Adam Sandler hat ja diesen Deal mit Netflix. Und nee, Frank? Ich war ja ein großer Adam Sandler-Fan. Also, bin ich immer noch. Ich habe mir den nicht wegen ihm angeschaut. Seit Wedding Singer, den ich ganz großartig fand. Den ich auch großartig fand, ja. Und dann kamen Filme, wo sagst du, ja, das ist jetzt okay, und dann kippte das irgendwann. Mir ist das ja immer total egal erstmal. Ich schaue mir jeden Film tatsächlich, versuche ihn so gut wie möglich, so offen wie möglich anzugucken. Ich bin niemand, der sagt, nee, ich gucke mir keinen Film mit an. Ja, ja. Überhaupt nicht. Und er kann ja auch wirklich, wie hieß der Film, den wir damals in Berlin gesehen haben? Spanglish. Mit ihm auch. Und er hat ja auch in Berlin gesehen. Doch, da waren wir in Berlin zusammen. Ja, großartig. Ja, der war ziemlich gut. Und dann gab es ja auch noch Punch Drunk Love. Ja, den fand und ich nicht diese, so diese Geschichte. Den habe ich nicht zu Ende geguckt. Ja, ja, ja. ja. Ich habe nicht verstanden, was das soll. Und dann der Film mit, wo er auch Netflix-Film mit Dustin Hoffman, und wo er den Bruder von Ben Stiller spielt. Ja. Der auch gut ist. Also er kann wirklich, wenn man ihn lässt, sondern wenn er einen richtigen Regisseur hat. Ja. Aber ich gebe dir recht, also Murder Mystery macht wirklich ist jetzt Spaß. Kein Riesending. Es ist auch nichts, wo ich jetzt sage, hey, guckt euch den Film an. Du hattest, war einfach erstaunt, du hattest dass er so Dings gesehen, Bad Spice. Den der heißt gesehen. Dings. Ich weiß, Bad Spice mit Kate McKinnon und mit Schlechte Gewürze. Mila Kunis. Auch der war überraschend der gut. Der war überraschend gut, und vor allen Dingen hat der Action Schlechte gehabt, aber genau, leck mich im Arsch. Also da ging es aber wirklich mal sprichwörtlich über Tische und Bänke. Ja. Und der hat eine Action gehabt, die war eigentlich schon fast zu gut für den Film. Also das habe ich echt noch nicht Hätte gesehen. Hätte man besser schlechter das, drehen sollen. Das, ja. Ja, nein, aber das du erwartest ja, zwei Freundinnen schlittern durch irgendeinen Ex-Freund, gespielt von
Justin Theroux. Justin Theroux. Schlittern die in so eine Spionagesache rein. Okay. Verstehst du? Lustig. Mhm. Ja. Dann mit Kate McKinnon von Saturday Night Live. Aber da hätte ich wirklich jetzt nicht erwartet, dass das... So, das und der hat aber Action. Bad Spice. Der hat Action, da denkst du, das ist Mission Impossible oder so. Wirklich. Also, da ist ja, eine Szene wirklich, drin, wirklich, da ist ein Moment drin von mit Justin Theroux, wo der da draußen bomben irgendwelche Typen, bomben so die Hausfront weg, ja, und er ist in dem Zimmer da oben im zweiten Stock oder im ersten Stock und er springt raus und die Kamera springt mit. Und er springt dann auf den Bus drauf, rollt sich ab, springt vom Bus runter und rennt weiter. Jetzt muss ich den auch nicht mehr sehen. Die Kamera ist immer dabei. Jo. Doch, aber solche Momente hat der. Super. Was, wo du denkst, geil. Mein Gott, also unsere, hat auch einer jetzt Empfehlung, mal. Murder Mystery und Bad Spice. Ich habe nochmal Atomic Blonde nochmal gesehen. Ich auch. Ja. Weißt du, wer da mitspielt? Bill Skarsgård. Ja, Bill Skarsgård spielt mit. Ja, ja, ja. Nein, nicht ich jetzt mit dir mitgehen, das ist Pennywise. Das sagt ihm immer dasselbe. Nicht die Augen verdrehen, nicht mit dem mitgehen. Was hast du denn gesehen im Kino als letztes? Schaffst du es denn ins Kino im Moment? Weiß ich gar nicht, nö. Hattest du Premiere oder ist sie noch? Morgen ist Premiere. Morgen ist Premiere. Wir sind gerade mitten im Premiere. Pass auf, was ich gesehen habe. Wisst ihr, welcher der letzte Film ist, bei dem ich geweint habe? Oh jetzt ja, bitte gerne. Batman und Bill. Ja, oh ja, ja, da können wir mal schön drüber reden. Über Bill, das wusste ich aber, dass der dich zum Weinen bringen wird. Den habe ich gesehen, habe gesagt, so, mein linker Platz ist frei, ich wünsche mir den Streter dabei. Ja. Da habe ich gedacht, so, jetzt so lief mir die Suppe aus dem Gesicht. Aber ja, dann sprich mal über Batman. Ja, erzähl mal, Thorsten. Erzähl du mal. Unser Freund, den wir jetzt mit anderen Augen sehen müssen, Bob Kane, ja, der sich als Erfinder von Batman gerierte und noch gerieren würde. Er ist ja auch der Erfinder von Batman, wollen wir mal so sagen. Nein, er ist der Vermarkter von Batman. Okay, genau, sehr gut okay. gesagt. Er ist der Vermarkter von Batman, er ist das Gesicht hinter Batman. Er ist der Typ mit der lustigen Frisur hinter Batman. Und okay. Er macht mir jetzt mittlerweile rückblickend den Eindruck, ein leichter Narzisst gewesen zu sein. Ja. Hat damals 1939 mit Bill Finger da gesessen, da waren das zwei sehr junge Typen und hat gesagt, lass uns mal einen neuen Superhelden erfilmen. Die haben gerade Superman gemacht. Das läuft ganz gut an, wir erfinden auch einen. Und dann hat Bob Kane, den wir alle kennen und schätzen, einen Superhelden gezeichnet, der im Wesentlichen aussah wie die Jungs aus... so ein Trapezkünstler so. Aus den hier Unbelievables hier. Ja, genau, die Incredibles. Ja, so, das Incredibles. Ja, die Unglaublichen. Also quasi einen roten Anzug, Unterhose drüber, so eine Domino-Maske, also eine schwarze kleine Maske mit dem Umhang. Und dann hat Bill Finger halt gesagt, der damals ein Kompagnon und Kollege war, ja, weiß ich jetzt nicht. Also, wer ist er? Birdman sollte er heißen. Ja, ja, genau. Er sollte Birdman heißen, ja, was, Birdman. Ja, ja, was genau. Den Birdman. Wieder schlägt, den, also, den Bogen zu Birdman. Und dann hat Bill Finger gesagt, ja, kannst du nicht machen. Also ich persönlich würde ein Cape machen wie eine Fledermaus, das ganze grau, dann eine Halbmaske mit spitzen Ohren. Und damit hat er Batman quasi ikonisiert und erfunden. Und dann hat man sich auf einer Parkbank mehr oder minder geeinigt und gesagt, pass mal auf, ich bin Bob Kane, ich bringe das unter Tisch und Bänke, du arbeitest mit mir, das wird alles schön in trockene Tücher, genau. Und dann hat er ihn über einen Löffel balbiert, indem er einfach... Batman als seine alleinige Kreation ausgegeben hat und während Bill Finger immer armer wurde und immer fertiger wurde und was? Ärmerer. Ja. Und er hatte mehrere. Und Palmera, das ja. Schlimme ist, wenn ich kurz noch, Bob Kane hatte mehrmals die Möglichkeit gehabt, das gerade zu biegen. Ja, und er hat es nicht getan. Und er hat es nicht getan. Und es gibt ein, die Dokumentation ist sehr, sehr schön gemacht. Es gibt, wie fandest du die Comic-Sachen zwischendurch? Fantastisch. Das war sehr gut. Und vor allen Dingen, die Dokumentation dokumentiert das nicht nur, sondern es gibt ja da auch nochmal ganz viele Twists sozusagen. Sie kämpft dafür. Die Handlung, sie kämpft dafür. Weil die Handlung tatsächlich noch Finger. Weiter, genau. Und das hat mich so berührt. Das ist unglaublich berührend. Unfassbar berührend. Und der Typ ist gestorben in Armut. Schlecht aus. Bill Finger stirbt, Bob Kane stirbt. Bob Kane stirbt irgendwann in den 80ern als schwerreicher Mann. Nee, Mitte der 90er. Mitte der 90er. 98. Ja, als schwerreicher Mann und Bob Finger stirbt 1974. Verarmt. Nach einem Arbeitstag in seinem Einzimmer-Apartment. Und, aber dieser, seine Nachkommen und dieser Journalist, der große Held ist, der wirklich Batman ist, der sich 10 Jahre mit nichts anderem beschäftigt als Bill Finger, dessen Vermächtnis dafür zu sorgen, dass er auf der Leinwand auftaucht, dass sein Name in den Credits auftaucht, für die Erben, für seine etwas seltsame Schwiegertochter und so weiter.
Das ist der große Kampf und das war wirklich. Und es gibt zum Schluss eine Szene, die ich nicht vorwegnehmen will, wo der Typ im Kino sitzt, die nehme ich sie doch vorweg. Ja, ja. Und es kommt Batman vs. Superman und ganz am Anfang, da hat man den Film noch nicht gesehen, sonst hätte er auch geweint. Ganz am Anfang siehst du das Beste vom Film, wo da steht Batman created by Bob Kane and Bill Finger. Ja. Das ist das erste Mal, dass überhaupt in der Historie auftaucht. Und da habe ich geweint. Und für unsere Freunde, die das jetzt nur hören, liegt ein leichter Flüssigkeitsfilm über den Augen von Thorsten Sträter, ja, wenn er das war sagt. Wirklich. Weil das wirklich, und es ist wirklich die Geschichte. Und er hat damals, der hat so wenig Anerkennung, er hat null Anerkennung dafür bekommen, dass wir ihm 1966 die Möglichkeit gegeben haben, eine Folge der Batman-TV-Series zu schreiben. Mhm. Und das war für ihn das größte Ding. Und er hatte nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher und ist dann, glaube ich, zu Warner gefahren und hat den... Freund hat gesagt, das musst du dir in Farbe ansehen. Ich weiß, wo ein Farbfernseher steht. Und dann war er völlig fertig und hatte auch Tränen in den Augen, weil er hatte eine Folge geschrieben für Batman, was ja eigentlich sein Baby war. Mhm. Und näher ist er nie rangekommen. Und das fand ich so bitter. So und die bitter. Dokumentation dreht sich halt auch um die Familie von Bill Finger. Diese Geschichte, die Geschichte über seinen Sohn. Ja, genau. Und so weiter. Also schaut euch das bitte an. Auf Amazon. Man kann es auch kaufen, es kommt auf Blu-ray raus. Bitte schauen. Es ist definitiv auch eine Dokumentation. Ich habe es mir zweimal angeguckt. Über Batman natürlich, über die ganzen Untiefen, die dem vorausgingen. Ja, aber findest du nicht auch, dass du als Batman-Konnoisseur, dass es eigentlich in der Dokumentation auch darum geht, was Batman eigentlich ist, nämlich jemand, der im Hintergrund arbeitet, der nicht, Dankeschön, ich habe mich gar nicht bedankt bei Ihnen. Müssen Sie auch nicht. Und das müssen Sie auch nie. Hat er gesagt, und das müssen Sie auch Hau nie. Ab. Nicht, Gott. Wenn ich Kaffee trinke, bist du verrückt. Bist du bescheuert? Muss auch nicht. Und Dankeschön. Es war für mich so ein Problem in diesem Film, also gerade natürlich in dem Deutschen noch mal schlimmer, es war so ein Problem für mich, dass ich immer lachen musste. Und das ist echt scheiße. Es ist schade um die Filme. Aber Klammer auf, die Idee von ihm, so zu sprechen, heißt das Mama. Ja, aber die Maske hat da auch nicht gerade bei geholfen. Die war nämlich sehr eng anliegend. Und dann hat er es beim ersten Mal, hatte David Nathan geguckt, es zu retten, was das jetzt auch nicht weniger albern gemacht hat. Ja. Und in den anderen Filmen haben sie es ja mit so einem Kompressor gemacht, so ein bisschen. Da war die Stimme so, also will ich mehr. Aber ich musste immer lachen und das ist bei den Filmen echt schade drum, weil man sollte einfach nicht an den falschen Stellen lachen. Ich habe wieder geguckt in 4K, weil ich gucken wollte, na, wie ist er transferiert. Da klingt er ganz anders plötzlich. Und da klingt er genauso. Ja, mal, ich bin Batman. Da hat er plötzlich eine Hasenschade. Da kann ich mich drüber gucken. Hier, Batarang. Also Batman. Ras Al Ghul. Bill. Ist aber schnell Ra's al Ghul. Ja. Bill und Batman ist... Im Gegensatz zu Gras al Ghul, der ist ganz langsam. Ja. Bill und Batman, also Batman und Bill, ist wirklich ein Meisterwerk, das einen Oscar verdient hat. Ja, als Dokumentation. Als Dokumentation. Ihr müsst nicht Batman-Fan sein, ihr müsst nicht Superhelden-Film sein. Es geht wirklich auch um geistiges Eigentum. Es geht darum, was wir machen auch. Genau, Sachen erschaffen. Es geht auch darum, was wir machen. Weil wir tauchen da auch auf. Ja, Dokumentation. Siehst du, da sind einige Szenen. Du merkst richtig, wenn ihr das findet, gewinnt ihr. Genau. Wenn ihr sein Gesicht in der Eine Reise nach Las Vegas. Also Batman und Bill ist auf jeden Fall unser absolut. Absolute Top-Empfehlung. Bleiben wir beim schwarzen Ritter. Joker. Joker. Endlich können wir über Joker reden. Joker, echt? Guckt. Joker, also pass auf, ich stelle meine Meinung jetzt einfach in den Raum, okay? Ja, please. Natürlich war erwartungsgemäß, und das bleibt auch so, Joaquin Phoenix furios. Joaquin Phoenix wird ausgesprochen. Wir haben Ärger gekriegt. Joaquin Phoenix. Du hast Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Ja. Macht das natürlich toll, hat widerlichst abgenommen, weiß nicht, wie sowas geht. Und dann auch diese Spitze am Schulterblatt, oder? Ja, unglaublich. Deformiert aus. Fast schon insektenmäßig. Also. Ja, es ist natürlich, ich habe in dem Film herzlich gelacht. Die Szene. In richtigen Stellen jetzt? In richtigen Stellen, im Krankenhaus, wo ein Revolver, also... Oh mein Gott, da habe ich nur noch eingeatmet. Und so ein paar andere Sachen, da sind halt ikonische Sprüche auch drin, aber an sich... habe ich das Gefühl, das ist das Psychogramm über einen armen Kerl, der zum Killer wird und die ganze Joker-Geschichte wird transplantiert und eingesetzt. Es hätte ohne genauso gut funktioniert. Ja. Genauso gut. Mir speziell das ganze Bruce Wayne-Segment, das ja auch altersbedingt jetzt erstmal überhaupt keinen Sinn ergibt, es hätte es nicht gebraucht. Es hätte es nicht verkauft.
Du hättest, ja. Das Ding wäre direct to DVD gegangen, ohne den Joker-Ikonismus. Das muss auch völlig klar das, sein. Das steht wirklich im Raum, diese Frage. Hätte es diese Szene am Schluss gebraucht, wir spoilern jetzt einfach, weil der Joker ist jetzt... Um es zu schließen, brauchte es die unbedingt, um es glaubwürdig zu machen. Hätte man das noch zeigen müssen. Mir hätte das total gereicht, wenn man gesehen hätte, wie Thomas Wayne und Martha und der kleine Bruce um die Ecke gegangen wären und der Typ ihn einfach hinterhergegangen wäre und die das hätte gereicht. Das hätte gereicht, ist aber auf Nummer sicher auserzählt. So, und findet Leute, parallel die dann statt. Für die fünf, die Batman nicht kennen. Ja. Sie müssen zu Ende erzählen, sie müssen damit auch ganz klar etwas mehr zementieren, dass der Joker zumindest indirekt klar schuld daran ist. Jetzt ist aber immer noch nicht klar, ob du den jetzt gut fandst oder schlecht. Ich fand den Schauspieler gut. Es ist eine depressive Nummer. Ja, absolut. Das musst du mögen. The Feel Bad Movie of the Year. Ja, genau. Danach ist eine ganz depressive Nummer. Es ist toll gespielt, aber was Joaquin Phoenix macht, auch verschwenderischen inflationär. Da ist ja jedes Krankheitsbild so ziemlich drin. Ja. Viele Krankheitsbilder werden nicht besonders authentisch abgebildet. Es ist ein bisschen viel zu viel des Guten. Ja. Zwanghaftes Lachen, die ganze Zeit Fresse ziehen, das ist furios gemacht. Das ist aber etwas reichlich. Die Mutter hat auch was an der Pfanne. Wie schlimm erfahren wir später? Alle haben was an der Pfanne. Und das ist wirklich so, wo ich mir denke, sag mal, der tut einem nicht so richtig gut, der Film. Nein, ist auch eine nicht. Prima Werksschau. Mhm. Und wird dann Oscar für kriegen, weil du dann auch nicht drumrum gehen kannst. Er ist ja in jeder Szene drin. Ich glaube, er ist in jeder Einstellung zu sehen. Oder? Aber was ist das, was wollte, das frage ich mich die ganze Zeit, der ich nur über den Film lese, weil er mir unangenehm ist und ich ihn, glaube ich, nicht anschauen kann. Mhm. Doch, den kann man gut gucken. Ich möchte wissen, Schere. Was wollte der Regisseur damit sagen? Der Regisseur wollte damit sagen, dass er in der Lage ist, furiose genau. Bilder des New York City der 80er Jahre zu generieren. Es ist nur, aber was, na, schon klar. Er wollte zeigen, dass er ein Joaquin Phoenix. Das ist nicht was, darum gucke ich keinen Film. Warum, was möchte dieser Mann, ist der Film, was will er sagen? Ist der Film für den Batman, für den DC-Kanon wichtig? Nein, er ist nicht wie. Ich habe noch keine Antwort auf meine Frage. Was wollte der Regisseur sagen, außer dass er zeigt, was ich kann? Der Regisseur wollte sagen, schau mal, ich habe ein Warner Brothers Franchise und DC Franchise und daraus mache ich jetzt einen ernstzunehmenden Oscar-Kandidaten mit einer entsprechenden und teilweise auch vorgetäuschten Tiefe, damit ihr alle vergesst, was Zack Snyder hat. Jetzt kommen wir langsam. Ja, das ist grundsätzlich ein gutes Unterfangen, aber jetzt kommen wir der Sache näher. Ein Ding, das Tiefe vortäuscht oder Tiefe hat, weil aus den Dingen, die ich über den Film lese, kommt mir nicht sogar, da ist mir klar, okay, wenn jemand, wenn du ein Problem, wenn du krank bist und dir niemand hilft, geht's dir sehr schlecht und irgendwann bringst du vielleicht Leute um. Das ist nicht ganz die Aussage. Eben, ich habe es jetzt überspitzt gesagt, weil ich eine Antwort erwarte. Wo wir noch überhaupt nicht darüber wissen, was Namen ist. Die Sache ist die, dass das natürlich, da wir wissen, dass der Film Joker heißt, ist es natürlich das Erwartbare. Ja, genau. Eigentlich ist es das, auf das wir warten. Genau. Ja, klar. Ich persönlich hatte große Probleme damit, dass es einem zwischendurch zu schnell geht. Das heißt, während er wirklich an Krankheiten laboriert, mannigfacher Art, kommt es plötzlich zu einem kathartischen Akt mit einem Revolver in der S-Bahn und das passiert zu früh, meiner Auffassung nach. Naja gut, muss jeder selbst wissen. Ich möchte mal kurz, wir haben über eine Sache noch gar nicht gesprochen, weil ganz offensichtlich, und der Film macht ja auch keinen Hehl daraus, ist das auch eine Hommage an Scorsese, an Taxi Driver und an King of Comedy. Man könnte sagen, es ist fast schon durch das Auftauchen von Robert De Niro. Es gibt den Film schon in zwei Filmen. Zwei oder drei und Filmen. Es ist nicht nur optisch eine Hommage, sondern natürlich auch inhaltlich. Also für mich ist Taxi Driver, egal wie krank du bist, die Welt um dich rum ist noch kranker. Das heißt, du hast gar keine andere Chance, als so zu werden wie Joker oder wie Travis. Durchinterpretieren, wie man will. Man darf es nicht aus der Sicht der seriösen Psychologie sehen, weil sonst wäre die Allegorie wirklich, oh, du hast richtig was an der Pfanne, dann wirst du sicherlich zum Killer, wenn die Umstände nicht stimmen, was einfach nicht wahr ist. Das ist nicht stimmt. So. Ja, ja. Und es entbindet ein bisschen, das fand ich ja bei Taxi Driver auch schon, es wirkt so, als würde es dich der Verantwortung entbinden, dich gefälligst nicht so zu verhalten. Genau. Weißt du, als wie wenn du gar keine, es sagen ganz viele Leute bei Joker immer, ja, der hat ja von vornherein keine Chance, er hat von vornherein keine Chance, das muss ja passieren. Ja, Logo hat er. Na gut, okay, seine Mutter hat so ein paar Dinger gerissen, wo man eben sagen würde, also ich nicht. Könnte schon, in einem Film kannst du es natürlich so darstellen, als hätte er keine, aber letztendlich sind wir uns doch einig, denke ich mal, dass auch der Wichser von Halle schon eine Chance gehabt hätte, sich keine Waffen auszudrucken. Ja gut, der Wichser von Halle, vor allen Dingen Waffen auszudrucken, der Wichser von Halle hat eine klare Entscheidung, aber er hat sich auf stumpfestmögliche Art ideologisieren lassen ja auch noch.
von Leuten irgendwie über FaceTime, die gesagt haben, also wir machen das nicht, das ist mir zu heikel, aber druck dir mal eine Waffe aus. Geh mal, ja, geh mal Synagogen Otto, weißt du, so ein Spinner, das ist halt... Naja, aber das ist das, worauf ich hinaus will. Also diese Art Film, die so ein Psychogramm zeigen und die sagen, schau mal, der Typ versucht eigentlich alles in seiner Macht Stehende, sein Oberstübchen zusammenzuhalten und es wird ihm nicht ermöglicht und darum wird er so. Ja. Das kannst du natürlich mit dem Film so überspitzt darstellen, dass du aus dem Kino rausgehst, also wie damals bei Taxi Driver, wo ich auch erst in diesem Mindset war, das konnte ja gar nicht anders enden. Mhm. Aber letztendlich... Da gibt es eine Szene, wo es einfach kippt. Es muss immer eine Szene geben, wo es kippt. Und da musst du gucken, wie glaubwürdig ist die Szene, wo es kippt. Bei Taxi Driver fand ich nichts unglaubwürdig. Bei Taxi Driver war nichts unglaubwürdig. Man hätte genauso gut sagen können, dass es sich einfach umbringt als Option, die Stadt verlässt oder nichts tut oder einfach in eine Psychiatrie geht. Aber das... Ne, kippt er natürlich dann in eine Gewaltorgie. Bei Joker ist es so, dass diese Schlüsselszene eben die ist, dass ein Revolver mit sich rumträgt, den er nicht wollte, um ihn irgendwann zu benutzen. Dann feststellt, dass ihm psychologisch es wenig ausmacht, Leute zu töten. Er am Ball und trotzdem ist es dick aufgetragen. Letztendlich ist es ein Film über die Schauspielleistung eines einzelnen Mannes. Wir sind wieder bei der Werkschau jetzt. Ja. Der Schauspieler und des Regisseurs. Der gesamte, der Story-Schwächen und Twists und das implantierte Bruce Wayne-Ding komplett überdeckt wie eine große Schicht Buttercreme, weil das einfach zu gut gespielt ist. Das jetzt, aber es hätte was anderes auch sein können. Aber sie hätten ein Remake von Taxi Driver machen können. Ja. Es hätte genauso funktioniert. Aber ist der Joker jetzt ein gefährlicher Film? Weil am Anfang wurde ja keine gefährlichen Filme. Am Anfang wurde ja gesagt, ja, der ruft ja dann zu Gewalt auf. Also da muss ich ja sagen, da war ja Fight Club wesentlich Nein, er ruft anarchischer. Er ruft natürlich nicht zu Gewalt. Weil ich meine, Joker, der selbst die Figur sagt ja, dass er unpolitisch ist und dass er eigentlich damit nichts zu tun hat. Weißt du, das ist immer schwierig, weil schau mal, es gibt zum Beispiel diesen Antikriegsfilm Apocalypse Now, der nachweislich von Soldaten geguckt wird, um sich aufzuputschen. Mhm. Ja. Also, ob das jetzt wirklich, was ist es denn... Es hängt davon ab, was du für eine Type bist, weißt du? Ich kann verstehen, dass wenn du nach dem Weißen Hai 2 Monate lang nicht ins Wasser gehen willst, wenn du an der Küste wohnst... Ich habe ein halbes Jahr nicht geduscht nach dem Weißen Hai. Und ich wollte dann kein Hai mehr sein. Also erst dachte ich, ich will ein Hai sein, das habe ich dann gelassen. Ja, aber ich glaube wirklich, dass das nach Joker... Ich weiß nicht, versuch mal. Dass nach Joker keiner rausgeht und sagt so, hey geil, das mache ich jetzt auch. Das ist eben nicht der Film. Die Leute, pass auf, es wird auf diesem Planeten und auch in diesem Land Leute geben, die nur noch eine winzige Initialzündung benötigen. Ja. Und das kann ausgelöst werden, da kann ein Amoklauf ausgelöst werden durch der Joker oder durch den Glücksbärchi-Film, das wissen wir nicht. Ja. Das ist auch nicht die Aufgabe von Kunst, verstehst du? Mhm. Richtig. Schau mal, der Killer von nicht, John Lennon hat sich inspirieren lassen von Der Fänger im Roggen. Ja, nicht nur der, einige natürlich. Aber The Catcher in the Rye und hat gesagt, denn Holden Caulfield, die Hauptfigur aus The Catcher in the Rye, wäre ja eigentlich dann zum Killer geworden. Und ich meine, dieses Buch ist ja nicht nur, wie ich finde, relativ langweilig, sondern auch wirklich, das wirkt nicht, als würde dieser Typ jemals eine Waffe richtig rumhalten. Nee. Wieso sind, wo sind die Enten im Winter? Wo sind die Enten im Winter? Das ist die Aussage. Oder ja, denk an Charles Manson, der gesagt hat, Paul McCartney hat ihm durch Helter Skelter mitgeteilt, er soll das machen. Er soll das jetzt die Leute da losschicken. Der Film über die Rutschbahn, das von ist daher. Ja natürlich alles. Der Joker ist kein gefährlicher Film, obwohl das schön klingt, war im werbetechnischen Bereich. Genau, ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, vieles davon war bestimmt. Ist ein eindrucksvoller Film, der erste DC-Film, der lediglich knapp über 50 Millionen Dollar gekostet hat und damit haben sie ja noch überzogen. Ein schön fotografierter, sehr aber schön. Nicht wirklich schöner Film mit einer beeindruckenden Schauspielleistung. So, dass du sogar alle, die da mitspielen, außer Joachim Phoenix, treten eher einen Schritt zurück. Du musst dir mal überlegen, selbst was den Niro da noch gemacht. Ja, genau. Ja, ja. Ein paar gute One-Liner Mark rausbauen. Maron. Aber was ich überhaupt nicht kapiere, ist die Frau, die seine Mutter gespielt hat. Ne? Ich kenne die, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Die hat ja schon in Six Feet Under, hast du Six Feet Under mal gesehen? Six Feet Under. Da spielt die Familienpatriarchin spielt. Das ist die spielt die Mann. Ja, und die sieht exakt so aus, wie damals in Six Feet Under. Du meinst, ich krieg das nicht geregelt, wie halt immer noch so aussieht wie früher. Diese Frau scheint nicht gealtert. Also das nur so am Rande. Aber was mir sehr gut gefallen hat, zum Beispiel, einfach so vom Motiv her, das war das mit der Treppe.
Da muss ich jetzt alle Selfies machen seit neuestem. Ja, wahrscheinlich, weil die ganze Zeit kämpft er sich rauf, schleppt er sich diese Treppe rauf und dann, als er dann diese Verwandlung durchgemacht hat als Joker, tänzelt er runter. Und du sagst, okay, das ist jetzt diese Symbolik. Das würde ich auch als Handwerk sehen. Es ist plumpes Handwerk sogar, weil wir die schon dreimal gesehen haben, die Treppe, und denken, ja, wir haben es verstanden, wir kommen schwer rauf. Und in The Grouch. So, in dem Film, ja. Und wir müssen über The Grouch reden. Wir müssen leider über The Grouch reden, weil... Meinst du den Grinch? Nein, Grouch. The Grouch ist ein Trailer von Saturday Night Live, der den Joker parodiert. Und ich glaube... Hast du Grouch noch nicht gesehen? Ach, The Grouch. David Harbour. David Harbour, ja. Unglaublich. Ja. Und ich dachte nur, oh mein Gott, ist das gut? Man hätte es, das zeigt, was du alles hättest machen können mit dem zugrunde liegenden Stoff und einem guten Schauspieler. Sehr gut. Hättet ihr das damals? Das wäre der bessere Film gewesen? Nein. Aber ist dir aufgefallen, dass der Müllmann am Anfang, was der auf seinem Anorak steht, Grover, das ist Groby. Echt? Ja, das ist Groby. Hättet ihr das damals bei, du warst wie viele Jahre bei Samstag Nacht? 3 Jahre. Hättet ihr sowas machen können? Nein, wir konnten in der Struktur... Ah, das hatte mehrere Gründe. Also, ich versuche es ganz kurz zu sagen. Grund 1. Um diese Art von Sachen zu parodieren, hätten wir natürlich viel mehr den Zeitgeist bedienen dürfen müssen, was bei uns insofern schwierig war, als da, zum Beispiel, wenn wir eine Elton John Parodie gemacht haben, dann hat der Hugo gesagt, ja, der muss ja einen lustigen Hut auf haben. Klammer auf. Na, also, ja. Am Wochenende... Rocketman gesehen. Ja. So ein Meisterwerk, ja, oder? Ja, großartig. Mhm. Leck mich am Arsch. Ich habe gerade die Biografie. Selbst Joel Edgerton, der meiner Auffassung nach jetzt eigentlich nicht so viel konnte. Ich habe Robin Hood geguckt, dieses ganz grobe, hölzerne Vehikel. Du musst. Kingsman. Du musst vor allen Dingen Eddie the Eagle gucken, läuft auch auf Netflix. Mir reicht das, was ich jetzt von ihm gesehen habe. Er ist ja fantastisch. Ich habe gerade die Biografie von Elton John zu Ende gelesen von Taron Egerton. Sensationell. Ganz großartig. Das war also das eine Problem. Fantastischer Film. Klammer zu. Das für mich einzig erträgliche Musical nach La La Land, weil das wirklich, ich habe Aladdin mir angeguckt auf DVD oder auf Prime, die Neuverfilmung von Guy Ritchie. Was ist mit Guy Ritchie kaputt? Ja, was ja auch nicht. Wie unnötig ist der Film denn? Er macht ja jetzt wieder einen Gangsterfilm. So, Klammer zu, Tommy. Naja, also ja, das eine ist, dass du... Rocketman, fantastisch. Dass du für eine so spezielle Parodie auf etwas Spezielles und auch gerade auf so ein Nerd-Thema und so weiter zu machen, musst du natürlich musst die gesamte Einstellung der Produktion das auch... ertragen. Ja. Und ich erinnere mich an Situationen, wo Jackie Drexler und Hugo schon gesagt haben, Star Wars kennt doch keiner. Ja. Das will ich denen jetzt nicht... Na, Moment, stopp. Ich weiß, da kann man jetzt sofort machen, haben wir auch gemacht. Aber natürlich kann man das nicht vorwerfen, weil das, was wir ja dann letztendlich gemacht haben, war ja auch gut. Also ich will jetzt nicht... Nein. Hugo ist nach wie vor ein großes Vorbild und ganz großer Hugo Meister. Immer mein Chef. Ja, gar keine Frage. Aber das wäre nicht gegangen, weil es zu... popkulturell gewesen wäre, und das fand bei Samstagnacht in der Form einfach nicht statt. Ich würde aber auch sogar so weit gehen und sagen, da damals hat auch Popkultur bei uns gar nicht. Ja, das so stimmt natürlich auch. Aber wenn du jetzt solche Sachen. Ich meine, guck dir das an, das haben wir, dafür mussten wir nach New York fahren. Oder nach ja, das stimmt. Aber wenn du dir heute sowas anguckst im Vergleich, was Switch macht oder Switch war da schon ein ganz großes History, wie heißt das hier? Sketch History. Sketch History. Ja, das wäre damals auch nicht gegangen. Da sind wir jetzt. Das andere Problem bei Samstagnacht war, dass wir diese Art von Produktion, dass du irgendwie mal rausgehst und so ein paar Tage lang irgendwas drehst, war absolut unmöglich. Also das höchste der Gefühle war Wiegald mit einer Handkamera im Einkaufszentrum oder ich dann später mit Far Out, wo ich 3 Stunden lang ein Team bekam, um irgendwas zu machen und mit irgendwas zurückzubekommen. Da wäre diese Art von Filmparodie einfach in der Struktur nicht möglich gewesen. Ja. Also man sitzt da und man denkt, oh mein Gott, wie gut ist das fantastisch gemacht. Wie gut die Idee ist, wie gut die Umsetzung ist. Also es stimmt in diesen, wie lang ist es, 1 Minute lang oder so? Habt ihr mal die Musikclips gesehen mit Natalie Portman? Ja, natürlich. Wo sie rappt? Ja, natürlich, klar. Bei Saturday Night Live. Großartig. Ja, aber das ist halt alles bei Saturday Night Live, die sind halt dadurch, dass sie sich immer wieder erneuern, was wir ja nicht konnten, genau. Weil man versucht hat, uns immer zusammenzuhalten. Also vorher die Leute ohne mich und dann mit mir auch noch. Dadurch, dass es sich nicht erneuert hat und kein junges Blut reinkam und neue Einflüsse reinkamen, das macht eigentlich der Jürgen, war das nach 5 Jahren vorbei. Stefan Jürgens, der ist auf Tour. Der ist jetzt gerade auf Tour mit seinem Songprogramm. Aber er ist vor allem ein großartiger Tatort-Schauspieler und da sehr entspannt. Liedermacher. Tatort Wien.
Wow. Liedermacher, ja, ja. Und ist jetzt wieder auf Tour. Genau, und ist ein großartiger Schauspieler, was er immer schon war. Stefan Jürgens, der immer mit Thomas Hermanns verwechselt wird übrigens. Ja? Was? Ja, ja, Thomas Hermanns sagt immer, er wird immer mit Stefan Jürgens verwechselt. Was? Umgekehrt. Das finde ich auch. Ja, aber nur vom Namen her. Ach so. Thomas Hermanns, Stefan Jürgens. Ja, ja, okay, okay. Hermann, okay. Vorname und Hermann Nachname. Stephans, ja, ja, Thomas Stephans, Thomas Jürgens. Tommy, was nehmen wir denn gleich auf? Wir nehmen auf für Ghost Sitter. Du machst Hörspiele bei Audible oder bei Prime. Amazon Music. Bei Amazon also Music beides, oder bei Prime. Erklär das doch mal. Okay, ist das wirklich interessant? Na gut. Doch, also okay. Pass auf. Ist wir haben schon darüber gesprochen, du hast Bilbo und seine Bande gemacht, was absolut fantastisch war. Okay. Danach kam Ghost Sitter, reden wir Parallel gleich drüber. Schon, ja. Es gibt eine neue Serie, das Puschel-Einhorn. Das Pummel-Einhorn. Ja. Gesprochen von meinem lieben Freund, von unserem lieben Freund Thomas Nicolai. Mhm. Wie heißt der Typ, der den Keks spricht? Der heißt Marty Fischer. Ist ein großartig. Ist der gut? Ja, der ist gut. Ich meine, ich muss jetzt für Marty Fischer keine Werbung machen hier, weil der einen eigenen YouTube-Kanal hat. Wirklich großartig. Ganz fantastisch. Puschel-Einhorn, wie ist es dazu? Pummel. Wie ist es dazu gekommen? Entschuldigung. Das war so, dass ich auf einer Convention die Erfinderin des Pummel-Einhorns kennenlernte, weil die sagte, du bist ja der Bernd das Brot erfunden hat und deine Bücher und blablabla. Ein Stofftier, ne? Ja, ein dickes Stofftier, genau. Und wir kamen ins Gespräch und ich habe mir diese Sachen angeguckt und habe gesagt, das ist ja interessant, denn das, was mir da deutlich besser gefällt, als zum Beispiel jetzt bei der Diddlemaus, ist, das Ding hat schon einen Charakter. Ja. Weil es ist, knufflig und stolz darauf. Es ist ein dickes Einhorn, mag gern Kekse. Entschuldige mich kurz. Ja, das ist kein Problem. Willst du einen raus? Und hat. Ich hab dich gewarnt. Ja, ich hab dich gewarnt. Bei Dick flippt er aus. Bei Dick, du hast nicht Dick sagen sollen, da ist er wie Obelix. Ja. Ist ja verrückt. Hier ist keiner, der dick ist, nur einer und der ist nicht dick. Ja. Und. Da ist es! Chubby Corn. Chubby Unicorn. Genau. Und, komm gleich wieder. Dann habe ich gesagt, sag mal, diese Figur, mit der könnte man Geschichten erzählen, da könnte man eine Fernsehserie machen, Film machen und so weiter. Und dann hat sie gesagt, ja, mach doch mal. Mach doch mal. Und dann habe ich was geschrieben, zusammen mit Sabine Bohlmann. Das ist unter anderem die Synchronstimme von Lisa Simpson und eine tolle Synchronregisseurin. Mhm. Und dann haben wir was geschrieben und haben dann eben mit den ganzen Leuten zusammen ein Pummel-Einhorn-Hörspiel aufgenommen. Und das Interessante daran war, alle erwarten natürlich, auch er würde jetzt erwarten, ja, das ist jetzt so ein Hörspiel in der lustigen Glitzerwelt, wo alle Hey-Ho machen und immer alle rosa sind. Ja. Aber so ist es ja nicht. Ja, eben. Na, du hast es tatsächlich angehört. Ich habe es ja angehört. Ich habe mir komplett angehört. Es ist komplett was anderes als das, was man erwarten würde. Sondern es ist tatsächlich die Geschichte von einer Mutter, die Pummel-Einhorn-Fan ist und einer Tochter, die Pummel-Einhörner scheiße findet. Und die dann dadurch, dass das Pummel-Einhorn in ihre Welt kommt, natürlich plötzlich eine ganz andere Art von Problemen hat. Interessant. Haben. Weißt du? Interessant. Oh, okay. Und dadurch ist es plötzlich so, dass natürlich ganz viele Erwachsene das tatsächlich hören und unterhaltsam finden oder auch Pummel-Einhorn-Fans, die ja tatsächlich auch 25 aufwärts sind, aber auch Kinder, die das Pummel-Einhorn lustig finden. Also egal, ob du es scheiße findest oder gut, du kannst einer der Figuren folgen. Mhm. Und das hat irre Spaß gemacht. Ja. Für mich beerbst du damit Alice Kaut und Pumuckl. Naja, das ist sehr übertrieben, aber ich nehme das gern so mit. Doch, weil das ist, ist ja genau das, auch dieses Ding, warum sollte ich mir ein Hörspiel mit einem Kobold anhören? Weil es eben so gut gemacht ist, weil die Chemie stimmte zwischen Sedlmayr und, Bayerhammer und Clarin natürlich und allem. Und es ist ja eigentlich, bevor es diese Fernsehserie gab, eigentlich war es ja diese Hörspielsache. Mhm. Also die Tradition des... Etwas vom Hörspiel kommt. Ja, dass etwas vom Hörspiel kommt, dass die Umsetzung des Hörspiels eigentlich... es gibt ja so viel von dem Zeug. Es ist ein krass, Merchandise. Und das ist wirklich, wo man sagen könnte, das ist richtig gut. Das ist richtig, das hört mich. Es ist wirklich Familien-Entertainment. Und es gibt halt in Deutschland so gut wie kein Family-Entertainment. Da bin ich ja mit Maron der Feuerbringer schon reingefallen. Ja, es gibt nur entweder Kinderfilm oder Komödien. Aber es gibt kein Family-Entertainment, so wie Pixar das macht. Mhm. Und wir versuchen natürlich mit Pummel-Einhorn, aber vor allem auch mit Ghost Sitter und mit Bilbo und so weiter, irgendwie dieses Ding zu bedienen. Woran liegt das denn? Was ist denn mit Benjamin Blümchen der Film und mit diesen ganzen Sachen? Das ist Kinderfilm. Ich glaube, das hat was damit zu tun, weil die Deutschen ganz gerne Schubladen mögen. Das mag jeder gern, aber ich glaube, der Grund, also es liegt ja da, es liegt schon in dem Ding begründet, es gab doch diese großen Serien von übrigens dem Originalautor von Bilbo, von Josef Göhlen, der diese ganzen Sachen initiiert hat, also Captain Future nach Deutschland geholt, er hat Raumschiff Enterprise nach Deutschland geholt, er hat Pippi Langstrumpf mitproduziert, er hat dafür gesorgt, dass die Muppet Show finanziert wird und überhaupt produziert werden konnte, Vicky, Biene Maya, bla 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 und vor allem diese langen Serien, Patrick Pacquart und Silas und so weiter. Ja, ja. Die Advents-Vierteiler. Genau, die waren Familienunterhalter. Ja. Die wurden auch so genannt. Und irgendwann, also eigentlich als er aufgehört hat, ab dem Moment, es ist wirklich bizarr, gab es das so gut wie gar nicht mehr. Es gibt dann noch so Kinofilme zum Beispiel wie
na, was mit Bulli und Christoph Maria Herbst, Huibu, die aber auch zumindest dieser erste Teil für meinen Geschmack zu kindlich waren, die jetzt wahrscheinlich im zweiten Teil, was man im zweiten Teil deutlich anders machen möchte. Aber damit ist die Tradition des Familienentertainments in Deutschland erstmal ausgestorben. Ich finde diese ganzen Versuche, genau wie auch Jim Knopf und Tim Thaler und so, oder Robby Tobby und das Flievertüt, ich finde das sehr, sehr krampfig. Ja, aber da würde ich nochmal unterscheiden. Ich fand eigentlich, dass Jim Knopf schon eine andere Qualität hatte als Robby Tobby und das Flievertüt, weil das konnte ich nicht ertragen. Da war es sogar so, da war es noch bei einer anderen Produktionsfirma, die haben mich mal gefragt, ob ich das Drehbuch schreiben würde oder Story Consultant wäre für Robby Tobby und das Flievertüt. Und ich habe das Ding gelesen, den Pitch, und habe gesagt, ich würde gerne diesen Stoff mit euch bearbeiten, aber niemals so. Und dann hat sie gesagt, ja, das finden wir aber, das muss modernisiert werden. Und zwar auf diese Holzhammerart, und dann habe ich abgesagt. Ja, ja. Naja, also, und wir versuchen halt mit diesen Hörspielen das anders zu machen. Und das ist wirklich, und das war bei Bill Busch und so, als ich dann reinhörte, natürlich klar, weil ich Thomas kenne und natürlich mir auch deswegen angehört habe, aber ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt. Und jetzt reden wir aber mal über Ghost Sitter. Ja. Das ist bizarr, weil ich hatte die Idee vor vielen Jahren, ein 14-jähriger Junge erbt eine Geisterbahn, alle Geister sind echt, er muss sich um sie kümmern. Endlich mal habe ich was gemacht mit einem Satz, pitchbar. Das ist eine geile Idee, ja. Ja, und endlich mal, ich muss nur einen Satz sagen. So, dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn damit? Und einer der Geister ist Hitler. Genau, und habe erst mal... Einer der Geister lebt. Geschrieben. Hab das Ding erstmal geschrieben. Ein Hausmeister, der sich verlaufen hat. Man will es nicht einsehen. Einmal am Tag gepfählt. The Sixth Sense rückwärts. Ist aber eine lustige Idee. Das sollte man mal reinschreiben. Ich bin nicht tot. Ja, ja, klar. Was mache ich mit dem Ding? Und die erste Möglichkeit war, Bücher zu schreiben, weil der Schneider Verlag interessiert war. Und da habe ich halt erstmal Bücher gemacht. Kinderlieben Schneiderbücher, das ist ja richtig. Ja. Und dann habe ich auf der Gamescom jemanden kennengelernt, der damals bei Twitter war, der dann aber zu Audible gewechselt ist, der dann denen bei Audible gesagt hat, ich habe da jemanden kennengelernt und der hat was geschrieben, das würde für Audible passen. Und dann hat Audible wiederum gesagt, ach so, wir machen ja gerade Family Entertainment und zwar federführend für Amazon Music, das ist sehr kompliziert alles. Ja. Ja. Also das heißt, Amazon Music bezahlt die Party, Audible organisiert das, ist ja auch eine Amazon-Tochter. Und dann haben sie gesagt, mach doch das als Hörspiel. Und dann habe ich halt viele nette Kollegen angerufen, also Boning, Balder, Herbst und so weiter und so fort und Hoeker und so weiter. Und habe gesagt, würdet ihr mitmachen bei Staffel 1? Ja. Die haben alle gesagt, machen wir mit. Geil. Und darum gab es dann diese erste Staffel und die war dann, lo and behold, das erfolgreichste Amazon Music Original in 2017. Und dafür habt ihr den Preis gekriegt? Nee. Schade. Noch. Okay. Ich hab's gleich. Du hast gefragt, ich habe gesagt, soll ich es erzählen? Du hast ja gesagt. Ja. Und dann hat Amazon aufgrund dieses Erfolges tatsächlich zum ersten Mal etwas gemacht, was ich noch nie erlebt habe. Sie haben gesagt, okay, wir hätten gern noch 4 Staffeln. Stimmt. Okay. Ein Satz, den man nicht so häufig hört. Nee, nicht wirklich. What? 4 Staffeln? Und jetzt sind wir tatsächlich, wir produzieren jetzt, also ich weiß jetzt, dass ich auch nächstes Jahr... Das ist ein schönes Gefühl. Unglaublich, ja. Ich hätte das nie erwartet. Und damit einhergehend kam dann, oh, ihr könnt aber gut Hörspiele machen. Das entwickelte sich dadurch, dass wir jetzt 130 Stunden Hörspiel pro Jahr für Audible und Amazon Music produziert. Das ist deine Hauptarbeit. Ja, unsere Hauptarbeit gerade. Und das Schöne ist, dass viele von den Sachen von uns selber geschrieben werden. Manche Sachen bearbeiten wir auch, wie die Flüsse von London, von Aronovich zum Beispiel. Ah! Ja, machen wir die Hörspiele. Habe ich jetzt gerade die deutsche Fassung gehört, der Oktobermann. Genau, und da machen wir jetzt gerade, also die Hörspiele, nicht die Hörbücher. Ihr macht die Hörspiele, okay. Die Hörspiele und von Markus Heitz, die Meisterin und viele andere Sachen. Ja, aber, schönen Gruß an den Heitz. Ja, schönen Gruß die Meisterin an, macht er auch, mit Bettina Zimmermann. Ja, genau, mit Bettina Zimmermann. Ja, die sind auch bei uns. Super. Und das ist echt cool, weil wir eben dann, ich würde mal sagen, ein Drittel von dem Material schreiben wir einfach selber. Und dadurch, dass ja nur die Hörspielrechte weg sind, kann ich danach, so wie jetzt bei Ghostsitter, sagen, so, und jetzt versuche ich mal eine Fernsehserie. Ah, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Irgendwie, weil wenn du schon mal bei Amazon bist, kann man ja auch mal gleich fragen, hör mal, Leute. Also wir machen es so, wir machen erstmal, wir haben jetzt ein Video gedreht, das zeige ich euch nachher, ist voll geheim. Oh ja, sehr. Auch mit Herbst und Co. Und damit geht jetzt unser Partner die Beta-Film los und guckt, ob sie internationale Partner findet. Und natürlich geht man auch zu Amazon Video. Ja, natürlich, klar. Nur, als wir es schon mal vor 2 Jahren oder so bei Amazon Video angeboten haben, hieß es noch, ja, Family Entertainment in Deutschland, schwierig, weil die Amerikaner das auch den Deutschen nicht so zutrauen. Da es aber jetzt, dass sich aber die Zeichen mehren, dass Audible Amerika englische Hörspiele von Ghostsitter machen wird, nach meinen Büchern, mit unseren Musiken und unseren Soundfiles und so weiter,
kann es sein, dass da vielleicht die Tür ein bisschen teigiger wurde und wir uns vielleicht durchfressen können. Mal gucken. Ja. Vielleicht hast du ja Lust, mir zu helfen. Quality Land von Marc-Uwe Kling wird jetzt eine HBO-Serie zum Beispiel. Also da schauen wir mal. Quality Land. Ein Buch. Also das ist jetzt so im Kurzen der Abriss. Und das, was mir wirklich ein großes Anliegen ist, ist zu sagen, nachdem wir ja alle unser Schärflein zu tragen haben mit diversen Redakteuren und Gremien und all diesen Dingen. Wir kennen es alle, wir hassen es alle. Wir wissen, dass es tolle Redakteure gibt. Wir wissen, dass es grausige gibt. Wo? Ja. Und immer wenn es grausige gibt, verzichte ich gerne. Ja, genau. Mache ich was anderes. Und jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Job, wo komplett arschlochfreie und komplett inkompetenzfreie Zone ist. Das ist geil. Das wird ein schönes Schlaglicht auf den ersten Teil deiner Karriere. Ja, genau. Wie viele Leute hast du jetzt beleidigt? Es ist unfassbar. Ich habe mit Barbara Landsteiner da, eine Producerin. Ich liebe dich. Du solltest Chef von dem Laden werden. Nichts gegen den Chef von dem Laden, aber es ist wirklich großartig. Ja, zu spät. Ich glaube, das kannst du nicht mehr zurück. Wenn ich der was schicke, kriege ich eine klare Ansage als Chef, du pass auf, das passt nicht, weil das, aber wie wäre es wenn oder kannst du nicht das und das oder die Abnahme mit den Drehbüchern, ich kriege eine ganz klare Ansage jetzt auch, wir schreiben gerade eine sehr aufwendige Mystery-Serie für und mit Michael Kessler, da kriege ich eine klare Ansage, was stört, was ist richtig, was ist falsch, was ist unlogisch, ey, das ist so geil. Für dich als Autor, du denkst, ach, so ist das eigentlich. Nicht, dass ich das nicht schon gehabt hätte, also zum Beispiel jetzt Carsten Schulte, der Bernd das Brot betreut hat, war immer super und natürlich bei Samstagnacht und blablabla, klar gibt's tolle Leute, aber in so einer geballten, angenehmen Form habe ich das noch nie gemacht. Kann ich bei euch mit meiner Schrankwand einziehen? Aber man könnte sagen, du bist angekommen, oder? Also was das angeht, kreativ ja. Der Nachteil dabei ist, dass die, dass das Geld, was sie zur Verfügung stellen, natürlich nicht mit Fernsehbudgets mithalten kann. Ja, natürlich, weil sie auch das Bild nicht drehen. Ja, aber ich habe halt eigentlich eine Fernseh- und Filmproduktion mit 22 Festangestellten. Das heißt, ich brauche immer noch irgendwas dazu, damit ich alle meine Leute behalten kann. Aber so vom Job her ist es das Geilste. Ich könnte das den Rest meines Lebens machen und wäre total entspannt. Und wo kann man das jetzt hören? Wie kommt man da jetzt dran? So. Also Audible ist klar, du kannst ja so lustige Credits kaufen. Ja. Es gibt aber Sachen, gerade die von Amazon Music bezahlt sind, die kannst du alle umsonst hören, wenn du Prime-Kunde bist. Ja. Du kannst also Ghostsitter umsonst hören, du kannst Bilbo umsonst hören, du kannst Bumleinhorn umsonst hören. Also umsonst. Du zahlst ja ein Abo, und das ist etwas, das wissen die wenigsten. Ja, aber mal fair zu sein, du kriegst für deine 60 Euro oder was im Jahr ist, kriegst du bei Amazon Prime, und das muss man mal sagen, ohne dass es Werbung ist, viel. Ja. Eine Musik-Flatrate, eine Film-Flatrate weitestgehend, du hast die ganzen Klimbim, die du bestellst, am nächsten Tag da, versandkostenfrei, ist schon ordentlich. Naja, und man darf nicht vergessen, die mittlerweile produzieren die ja richtig Qualitätssachen, also vom Marvelous Miss Maisel, Modern Love. Abgesehen, Modern Love, jetzt gerade ganz läuft, aktuell, da sollten wir gleich auch mal. Ich glaube, der Unterschied ist, also das ist jetzt für uns als Kreative so, der Unterschied ist, dass das Vertrauen jetzt bei uns, das ist so gigantisch. Ich glaube, das hat ehrlich gesagt auch ein bisschen was mit Zeitmanagement zu tun. Weil die könnten gar nicht in der Art, wie es jetzt gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist, sich so um jeden einzelnen kleinen Furz kümmern. Das heißt also, es ist schon ein bisschen auch, denke ich, Überlebensstrategie für die Leute dort, dass sie sagen, wir holen uns Leute, denen wir vertrauen. Hier ist der Job, ruf an, wenn du fertig bist. Weil es wäre gar nicht anders möglich. Aber trotzdem ist es so, sie vertrauen dir auch tatsächlich. Es ist tatsächlich so, dass du weißt, du kriegst ein Feedback, und sie werden das dann auch mögen. Es ist nicht so wie im Fernsehen, wenn es irgendwie heißt, ja, so grün, ihr habt das jetzt in grün gedreht, weiß ich nicht. Ja, das weiß ich nicht, ob das nicht in rot besser, aber ich sag mal nix. Naja. Da kommt's raus, ja, jetzt ist es gefloppt, das mit grün war schwierig. Ich hab's gleich gesagt, aber ihr wolltet ja, das hast du da gar nicht. Ja. Es ist wirklich das Wunderland für Autoren, also, für Producer, für Regisseure. Wenn ihr Prime habt, hört mal rein, auch ins Pummel-Einhorn, weil es ist wirklich, wirklich. Also das wirklich nur, wenn ihr nicht Thorsten Sträter seid. Ja, aber selbst was da, denn? Ja, nein. Also wenn Prime, komm auf mich zu, ich entwickle irgendeine gute Idee. Also wie gesagt, ich plane ja wirklich. Ein schwarzes Einhorn. Also was planst du denn? Nee, sowas wie der Pferdeflüsterer, nur mit Geräten. Also, dass man so, verstehst du? Der Toasteranschreier. Dass man so, kann mich jetzt mit der Waschmaschine in einem Raum aufhalten. Woche 4. Weißt du, so, dass man sich langsam rantastet. Also tatsächlich haben wir drei gestern gesprochen, ob wir nicht Audible eine Hörspielserie anbieten sollten, die geschrieben von dir, in der ein Podcast sich darüber unterhalten, dass sie gerade gestern den Piloten einer Serie gesehen haben. Ja. Und dann feststellen, dass wenn der Sträter draußen rauchen geht, kommt er wieder rein und sagt, in dem Podcast ist es ein bisschen komisch, aber ich habe gerade draußen den Typen gesehen, der gestern in der Folge
erschossen wurde. Er liegt genau vor der Tür. Also es ist zu wenig. Es sollte eigentlich so. Die Innenstadt ist voller Zyklopen. So was finde ich geil. Ja, weißt du, einfach so. Dass und du was machen die? Sie gehen zum Augearzt. Dass du feststellst, die Serie, die sie geguckt haben, ist quasi um sie herum. Ja. Und das gewinnt dadurch, finde ich. Tatsächlich, gerne. Gestern hatten wir doch eine Idee, dass die eigentlich die Serie ganz scheiße finden, dass das wie so eine Rache ist für diesen, für dieses Gehate. Das könnte man da gut einbauen. Ja, dass sie dann in dieser eigenen Serie sind, die sie eigentlich hassen. Das Schöne ist, weil Thorsten, sein Gehate ist ja immer sehr direkt. Weißt du, nee, da gehe ich raus. Und dann geht dann einfach raus. Und ist in dieser, oder was man in der Serie. Man legt in einen Playmobil-Katalog, was ist das für einen Scheiß? Und dann nein, das ist eben das Schöne. Das ist halt eben, das aber stell dir mal vor, das ist aber eben halt nicht, das ist eben nicht hinterfotzig. Und das meiste, was im Internet dann irgendwie geschrieben wird, ist ja dann hinterfotzig. Dann versucht man mit denen in Kontakt zu treten, was immer verkehrt ist. Ja. Weil sie wollen halt einfach. Die wollen nur Aufmerksamkeit. Die wollen einfach nur motzen. So, aber gut, das müssen wir unbedingt machen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Also, Bilbo und seine Bande. Pummel Einhorn. Zieh nach München, Gundula. Und pack die Klamotten. Zieh nach München, Gundula. Und das muss man in deinem Tonfall sagen. Gundula. Gundula. Zieh die Schuhe aus. Immer wenn ich was Wichtiges sagen, weil das, dann rutsche ich immer in den Tonfall. Du bist aber. Kannst du eigentlich auch den Sträternamen machen so gut? Nee, aber immer wenn ich beim Finanzamt bin, dann mache ich den Gerry Streberg. Kollege. Wie war's noch? Amazon. Kann ich das einreichen? Ist aber auch 97 nicht Mark. Nee, auch ein bisschen böse, aber nicht. Was haben wir jetzt alle nachgemacht? Die Haller vor? Die Haller vor. Du bist aber auch bei einigen Events auch Leiter. Leider? Leiter des Cosplay Villages. Ja, das ist. Was ist das? Okay, da bin ich raus. Ich geh mal eben strullen. Ja, mach das. Dann ist Gary jetzt mal. Bleib bitte. Also, so, das ich glaube, ist der Gary her, wenn er strullen geht oder was? Was ist los mit dir? Es gibt Frauen, die gehen zusammen auf Toilette, bei euch beiden, wenn ihr schon gleichzeitig so sprecht wie ein Also ich bin der künstlerische Leiter des Cosplay Village jetzt seit 4 oder 5 Jahren, ich weiß es gar nicht. Das ist ein Fußballfeld, große Ding in der Gamescom, Teil der Gamescom. Und bei der Comic-Con bist du auch. Ja, da bin ich auch, bin ich ja nur als Kasper halt, also als Auftretender. Aber da bin ich wirklich schuld an Dingen und wir versuchen halt den Cosplay-Leuten in der Gamescom ein Zuhause zu geben. Und da das immer der meiste... Tipps wie, zieh dir was über, Puppe. Das ist weniger. Aber wir haben zum Beispiel tatsächlich ein Cosplay. Also du kannst, wenn du mit deinem Cosplay da hingehst und es geht kaputt, kannst du umsonst das da reparieren lassen und die Leute kleben dir die Sachen wieder an den Kopf. Was geht am meisten kaputt? Naja, es sind Steampunk? Eigentlich. Es ist meistens dieses World of Warcraftige Aufbau. Ja. Alles, was sie machen mit PVA-Schaum und so. Viele Schrumpfhosen, viele LEDs. Es gibt ja jetzt ganz viele Cosplays, die eben auch Lämpchen und so weiter haben. Darum haben wir da also sollte auch Leute, ich da mal, die das ich glaube, das nächste Mal komme ich mal und unterstütze ich einen Tag, weil ich bin im Reparieren solcher Sachen. Ich habe ja gesagt, ihr sollt vorbeigehen, aber ihr habt es ja nicht gefunden auf der Gamescom. Ja, stimmt. Es war auch nicht schwer zu finden, Fußballfeld. Du bist dann vor Ort? Ich sag dann immer, ich bin der weiß, wo Gaffertape ist. Bist du denn dann auch, erkennt man dich oder bist du Tommy Krabbeis? Ich gehe im Tommy Krabbeis Handwerker-Cosplay und bin dann halt ab und zu. Frag mal, wieso liegt denn hier Strom? Und bin auch ab und zu auf der Bühne oder spiele mal mit meiner Band oder mach mal so Verschenkgeschichten einfach, wenn der andere, wenn einer unserer Moderatoren einfach alles nicht mehr kann. Eine Tombola, ich baue die Hüpfburg auf. Die Tommy-Bola. Was ist der große... Ebola, nur mit mir. Was ist der große... Ich bin zum Cosplay gekommen durch Star Wars, durch die Stormtrooper. Wie die Jungfrau zum wie, die Jungfrau, wie, wie der Imperator zum Stormtrooper. Durch die Legion 501, durch die deutschen Ableger. Da bin ich dazu gekommen und habe dann festgestellt, es gibt noch Steampunk, es gibt noch das. Was gibt es? Furry? Was ist das? Furries, ne? Das ist das Furries Cosplay noch. Leute, die sich wie Tiere verkleiden. Also ziemlich gute Kostüme, Ganzkörperkostüme mit dem Helm auf und ein bisschen Fuchs. Bist den ganzen Tag ein Fuchs. Wenn du kacken musst, bist du, dann kackst du als Fuchs. Ja. Und, also bei Cosplay wollen wir das weiter? Nee, oder? Ich kam da. Ja, ich würde gerne schon mal als Hamster so einen Tag verbringen, aber es ist noch nicht so dringend. Oder mit einem. Ja. Man verbringt dann den ganzen Tag da, als es. Ja, das ist ja aber. Ich muss euch unbedingt diese Dokumentation, muss ich über euch. Über diesen mit dem Hotel, wo die dieses Hotel zerlegt haben. Also, ich kenne jetzt natürlich einige Leute, die das auch machen, die alle wahnsinnig lieb sind. Wie und wo sie kacken, weiß ich nicht, ist mir auch egal, aber das sind ganz, ganz liebe Leute. Bei Cosplay, es gibt noch einen ganz interessanten Job als Leiter des Cosplay Villages, den ich da habe. Und zwar bringe ich am ersten Tag immer so eine Kiste Deo und eine Kiste Anti-Mundgeruch-Kaugummis mit und auch Seife und sage, Leute, ihr kommt mit Leuten in Kontakt. Ist das nicht so ein Heimbeschwer erziehbar? Nein, überhaupt nicht. Aber bitte, wenn ihr das Gefühl habt,
da transpiriert gerade was oder ihr habt vorher Knoblauch gegessen. Kommt in unser Büro, holt euch das, es ist umsonst, es wird euch jeder danken. Und tatsächlich ist es so, dass die Leute das dann auch annehmen. Also auch diesen Job machst du. Oder wenn halt irgendwie jemand, oh, das war eine coole Geschichte, es ist plötzlich eine Dame, also nicht cool für die Dame, aber die Dame ist in der Darmtoilette umgekippt, bewusstlos und Dings und so weiter. Coole Geschichte. Warte. Okay. Und wir hatten aber auch eine Gruppe Leute da, die machen so ein Wochenende, wo du als Soldat dich anschreien lassen kannst. Ja, also weißt du, du kannst halt Full Metal Jacket. Ja, genau, kannst du Full Metal Jacket mäßig dich anschreien lassen. Wir Flitzpiepen. Ich hatte jetzt die Wahl, sage ich den Hallenordnern Bescheid, was ich natürlich erst gemacht habe, weil es ja der Job. Ja. Aber als ich dann gesehen habe, dass die so, was machen wir jetzt, nichts gegen diesen Akzent, aber es war halt leider so, wo soll ich jetzt machen und so. Und dann habe ich gesagt, stopp, egal, hol mir mal die Soldaten darüber. Ich habe gesagt, komm, da kamen die an, hot, waren in 4 Sekunden, waren die da. Jeder von euch an eine Tür in der Halle, dass der Notarzt, egal an welche Tür er kommt, sofort hierher kommt. Okay, puh. Währenddessen immer noch die Sicherheitsleute so in einem Pulk überlegt haben, wir gehen alle da lang. Und 4 Minuten später kam der erste Soldat schon mit dem Notarzt. Hat, der Notarzt. Yeah, yeah. Und das hat wirklich perfekt funktioniert. Ja. Also auch solche Jobs hast du da. Ja, bist geil. Halt an allem schuld, und auf eine gute Art und Weise. Wie ist deine Berufsbezeichnung? Ich bin der künstlerische Leiter. Künstlerische Leiter. Ja, also nicht Facility Managing. Auch das. Cosplaying. Also ich mache das zusammen mit einem Mann, der heißt Sven Fössing, der eigentlich das Programm zusammenstellt und eigentlich die schlimmste. Das gucken wir uns das nächste Mal auf jeden Fall. Wir kommen da mal hin. Das ist wirklich sehr, sehr großartig. Und es ist auch herzzerreißend schön, weil nämlich die Cosplay-Community, das sind tatsächlich wahnwitzig liebe Menschen. Und da kannst du auch wirklich auf die Bühne gehen und sagen, Nazis sind scheiße. Und alle jubeln. Und zwar alle. Ja, kann man das. Ach, ist das schön. Selbst die Stormtrooper und die alle. Ja. Ja, alle. Und genau. Die müssten ja eigentlich und die müssen das eigentlich, gut finden. Die müssen das eigentlich gut finden. Das ist ja, das ist ja übrigens auch so eine, eine kleine Klammer zu Watchmen. Das ist eine Aussage in Watchmen, dass man maskierten Leuten nicht trauen kann. Ah, ja, stimmt. Lächerlich. Bevor wir böse E-Mails kriegen, was macht Bernd das Brot? Wir haben gerade neue Bernd das Brot Folgen. Wer soll denn da böse? Ihr hattet Tommy Kramp. Links versiffter Gutmensch, wo ist das Brot? Eine weinerliche Selbstinszenierung, du alberner Ablese, schwul, Clown. Ja, Ablese vor allen Dingen. Bin ich von den Stadtwerken oder was? Also wir haben gerade gedreht und sind in der Postproduction mit neuen Bernd das Brot Geschichten, und ich kann zumindest schon mal so viel sagen, Bernd das Brot will ins All, weil er sagt, da hat er seine Ruhe. Natürlich. Genau, und wir machen das, weil der Kinderkanal begleitet gerade diese zwei Astronautinnen-Anwärterinnen, die ja Astronauten, die auf Susanna die ISS wollen. Randall genau, vielleicht? Diese beiden Damen werden so begleitet. Susanna Randall. Ja, kann sein, das ist unser Gast in der Sendung. Werden genau. Begleitet auf ihrem Weg, wo sie versuchen, auf die ISS zu kommen, weil das ist ja auch eine Sache von Finanzierung und blablabla. Man braucht eine Sendung, könnt ihr diesen Side mal eben kurz erklären? Ich schreibe mit Gary eine neue Sendung. Die kommt nächsten Monat schon. Im November. Und ein Gast wird auf jeden Fall sein, Susan Randall. Susanna, ne? Oder? Susanna Randall. Ja. Susanna Randall. Alter, genau. Das ist doch toll, das passt doch. Und das wird quasi begleitet vom Kinderkanal, und thematisch daran angeschlossen ist Bernd das Brot, der sich ins All schießen will, weil da Ruhe hat. Dummerweise kommt er auf die ISS und da hat er dann keine. Okay, geil. Auf die ISS? Auf die ISS, Alter. Gary. Zum IS. Er kommt zum IS. Mensch, der gesamte ISS ist da oben in der Raumstation. Ja, genau. Die kommen alle Nazis da hoch. Im Weltall. Ja, ja, gab's alle schon. Mel Brooks. Okay. Und nee, im Tonfall gerufen wie Schweine Hitler im Weltall. Juden im Weltall. Juden im Weltall. Hitler und Eis. Juice in Space. Saft im All. Hitler und Eis. Juice in Space. Genau, Juice. Tommy, zwei Sachen. Eine habe ich mir heute Morgen angeguckt. Wir haben kurz über Games gesprochen, und du spielst Switch auch. Was spielst du gerade auf der Switch? Ja, auch auf der Switch spielen wir tatsächlich gerade interfamiliär das Übliche halt. Mario Kart. Aber, ja, Mario Kart, ja, Bomberman, ja, okay. Und Trivial Pursuit und Monopoly. Weil ich da ertrage ich es, weil es animiert ist und ich hasse Gesellschaftsspiele. Da geht's. Was ist mit Luigi's Mansion? Habe ich noch nicht. Kommt jetzt raus? Muss ich wohl dann eigene noch? Menschen? Ja. Eigene Menschen. Du hast mir gestern von einem Spiel erzählt, Sea of Thieves. Das habe ich mir heute angeguckt. Das ist ja, das gefällt Gott, mir ich total. Einen Spaß. Also ich kann Grafik total. Grafik ist ja, so geil. Ich kann total verstehen, wenn jemand da keinen Bock drauf hat. Verstehe ich total. Wenn jemand, aber wir wollen wir jetzt halt keinen angucken. Nee, aber wir
haben, also nicht nur in der Familie, sondern auch in der Bummfilm, so einen Spaß mit diesem Spiel. Ja. Weil du halt bist halt Pirat und du musst halt erstmal irgendwie Zeug sammeln, dann fährst du mit deinem Schiff los. Der eine muss steuern, der andere muss ein bisschen nach den Segeln gucken. Dann wirst du beschossen von Leuten, musst dann reparieren, musst Wasser schöpfen. Und es lebt natürlich nur, wenn du mit Leuten spielst. Also alleine ist es ein bisschen öde. Ja. Aber Alter, macht das Spaß. Das gleiche gilt übrigens auch für Call of Duty. Das gleiche, genau. Nur das Wasser fällt weg, du bist kein Pirat. Du musst selten schöpfen. Du sammelst nicht ein und du bist gegen alle. Du tötest alle, die entgegenkommen. Ansonsten identisch. Ja. Aber bei Sea of Thieves wirst du nicht von Horst Seehofer angepöbelt. Der spielt da nicht mit. Ja, weil es kein Modelleisenbahn ist. Dann die Serie, die Buchserie, über die du gesprochen hast. Du warst gestern. Naja, du bist unser Gast, du kannst hier nicht stumm sitzen. Es gibt eine Buchserie, ich glaube aus den 70ern, von Philip Jose Farmer, die heißt Riverworld. Die Happy Idea ist, dass die gesamte Menschheit seit der Steinzeit wiedererweckt wird auf einem Planeten. Das ist echt super interessant. Super Idee. Ja. Finde ich. Wo einmal ein Fluss rumgeht und die werden alle gleichzeitig wiedererweckt. Und das soziale Experiment dabei ist, jeder Mensch bekommt so eine Art Tornister, den er in einen Stein stellen kann und er bekommt einmal pro Tag was zu essen, kriegt ein Handtuch, Kaugummi und ein bisschen Marihuana. Das heißt, eigentlich müsste jeder jetzt glücklich sein. Ja? Klappt nicht. Ja. Und das klappt aus mehreren Gründen nicht. Erstens mal natürlich, weil der Mensch der Mensch ist. Ja, ja. Und der Mensch ist nicht nur der Mensch, weil sie eben nach Macht streben und weil es da natürlich auch Leute gibt wie Himmler und so weiter und so fort, weiter himmlern. Sondern es gibt eben auch Leute, wie zum Beispiel den Forscher Richard Burton, viktorianischer Forscher, den es wirklich gegeben hat, also so ein Explorer, der zusammen mit Mark Twain wissen will, was zum Teufel ist hier Mark los? Mark Twain spielt eine große Rolle. Die bauen ein Dampfschiff und fahren diesen verkackten Fluss runter, weil sie sagen, es muss irgendwas am Ende sein. Warum sind wir alle hier? Weil der Mensch einfach, und das finde ich ja großartig am Menschen, der möchte wissen, was steckt dahinter. Nicht umsonst forschen wir nach Quanten und Co. und bla. Und nicht umsonst gibt es Einstein und Co. Wir wollen immer wissen, was ist dahinter. Und jedes Erdmännchen steckt uns in die Tasche, weißt du? Das ist interessant. Die übertriebene Bedeutung, mit der Mensch sich auflädt. Ich finde es super. Und die gehen eben los und wollen das wissen. Und auf diesem Weg treffen sie natürlich viele historische Persönlichkeiten. Unter anderem auch sehr viele Leute, die sagen, sie wären Robin Hood. Und das sind auch meistens Schauspieler, die von sich behaupten, sie wären Robin Hood. Ja, und dann gibt es noch Kurzgeschichten dazu von vielen berühmten Autoren, wo dann Jimi Hendrix mit John Lennon eine Band gründet. Und alles natürlich auf in dieser Riverworld. Fantastisch. Und es wurde zweimal versucht, einen Piloten draus zu machen für eine Fernsehserie. Und beide Piloten sind so grauenhaft, dass ich einfach davon abraten möchte. Also als Buch. Oder vielleicht als Buch. Das ist toll. Gesagt, als Hörspiel wäre das großartig. Riverboat-Empfehlung von Riverworld. Riverboat als Film. Das Schöne von MDR. Ja. Mach ich nächste Woche. Ja, geht doch, ja. Das ist hier Riverboat. Riverboat, der Film. Ich bin Freitag bei Riverboat. Ja, das sagt er. Schlag ihn das mal vor, bitte. Riverworld erinnert so ein bisschen an Snowpiercer, auch so ein bisschen. Ja, du hast das gerade Riverworld gesagt. Du hast es einfach vermischt. Riverworld erinnert mich an Snowpiercer. Wo erinnert dich das denn bitte an Snowpiercer? Ja, der Zug. Ja, aber der hält doch nicht an. Der Zug hält nicht an. Ja, aber ich sag mal so dieses. Wo fährt er hin? Eine Gesellschaft zusammen in einem Zug. Also es erinnert mich. Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Es war ein Übergang. Snowpiercer, damals gedreht von Bong Joon-ho. Sehr guter Film. Ja. Wird von jetzt wem? Eine Serie. Boon Joon-ho. Ja. Und ich hab immer noch nicht verstanden. Ist das rassistisch, wenn man das macht? Oder? Nein. Ist auch nur blöd. Wir sind blöd. Okay. Ja. So, und der hat nämlich auch gedreht The Host. Den Film The Host und der neue Film Parasite, den wollte ich jetzt eigentlich sehen. Ich musste mich entscheiden zwischen Ready or Not und Parasite. Ich habe mich dann für Ready or Not entschieden. Sehr guter Film übrigens, wenn ihr mal 90 Minuten Spaß haben wollt. So ein Whodunit, sehr, sehr blutig, also macht sehr viel Spaß. Und Parasite steht auf jeden Fall auch auf der Liste. Müssen wir beim nächsten Mal drüber reden. Hast du denn, mein Gott, hast du das Lied von T.S. Ullmann gehört über Stephen King? Jo, in der Badewanne, toll. Schön, ne? Ja, T.S. Ullmann kann für die Angst. Unheimlich viel. Danke für die Angst. Danke, T.S. Ullmann, für die Angst. Können wir nur einfach Worum sagen. Geht's denn da? Um Stephen King. Dass er sich dafür bedankt, für die Angst. Dass er sich bei Stephen King... Er macht also das, was wir eigentlich immer schon machen wollten, aber als Lied. Ganz genau. Ja, das wir machen es schon seit 5 Jahren, aber er schafft es in einem Song. Ja. Ganz genau. Ja. Ich habe Angst vor Clowns. Echt? Ja, es ist dann ist dieses Jahr nicht dein Kinojahr. Koltrophobie heißt das nicht so? Koltrophobie oder so ähnlich? Da hast du Angst vor Trompetern.
Das ist die Thrombose, die du hast. Ja, gut, wir haben Posaunisten. Ja, wir haben dieses Jahr Joker, wir haben dieses Jahr It 2, dann haben wir das schon durchaus. It 2, oder wie wir sagen, S2. Das Plakat von S2 hat meiner Tochter einen fürchterlichen Schrecken eingejagt. Und zwar hat sie erzählt, sie war in der U-Bahn, also sie ist 11, auf dem Weg zur Schule, war in der U-Bahn, guckt in so eine Scheibe rein, wo Tickets nicht mehr verkauft werden, weil ja mittlerweile Automaten das erledigen, aber es gab halt noch diese Scheibe. Sie guckt in diese Scheibe und plötzlich ist da ein riesengroßer Clown hinter der Scheibe. Und sie ist zu Tode erschrocken. Das war aber nur das Plakat hinter ihr, so, was sich in der Scheibe gespiegelt hat. Und also nicht dieses animierte... Also nee, sonst war einfach nur... Die ist irgendwo in Kassel umgestiegen, nachts in der U-Bahn, Helikoptereltern seid ihr nicht gerade, ne? Nee, stell dir vor, du gehst irgendwo entlang und guckst in diesen Kasten. Zu Rush auch. Ja? Und in diesem Kasten ist dann natürlich total realistisch ein etwas zu großer Clownskopf, Alter, ich wäre auch erschrocken. Das Plakat zu Dr. Sleep. Der ist ein bisschen dick aufgetragen. Stephen King hat ja getwittert, dass der Film gut sein soll. Also von daher. Stephen King twittert das ausnahmslos zu jeder Stephen King-Verfilmung. Er hat jetzt. Shining Twitter gehabt? Hätte das nicht? Ja, nee. Was war mit Institut? Bist du schon dran, Institut? Naja, aber. Hast du schon die Stelle mit ganz kurz, mit Dr. Sleep. Weil Dr. Sleep, der Film, die Verfilmung, basiert ja schon sehr auf Kubricks Verfilmung, die ja Stephen King eigentlich kacke fand. Ja, es ist eine Fortsetzung des Filmes. Genau. Aber mein Gott. Naja, es basiert vor allen Dingen auf dem Buch. Es geht darum, dass das Danny Torrance... Ja, natürlich basiert es auf dem Buch, aber die Optik ist so dimensiv. Ja, und sie haben doch auch, du siehst ja, das ist ja das Hotel. Das ist ja das Hotel. Ja, das Overlook. Ja, sogar mit dem Teppich und so. Ja. Heißt es nicht Loverook? Lover. Es gibt Lover. Ja, Pullover. Das kenne ich noch, damals. Es gibt in Shaggy, was trägst du nicht, wenn dir kalt ist? Pullover. Das haben wir mit Mirko. Das war mit euch, ja, genau. Stimmt, da habe ich Mirko Nonchef interviewt, da haben wir lauter Over-Over-Witze gemacht. Ja, mit wem warst du gestern unterwegs? Mit Navrati Lover. Oh mein Gott! Mein Liebling war übrigens mit so einem Tennisspiel. Guck mal, Punika. Und dann wird einem so Orangensaft ins Gesicht gekippt. Das war mein persönlicher Liebling. Wegen Guck mal, Punika. Hat auch das Wetter gemacht. Und wir wurden nur ein einziges Mal, glaube ich, verklagt, tatsächlich. Und zwar hatten wir eine Werbung gemacht über OB. Mhm. Von Procter & Gamble hat uns verklagt, weil wir haben eine Hand im Close-Up gefilmt, die aufgeht. Und da war ein blutiges OB. Und er ist klein, er ist schwarz, er ist blutig, er ist schuldig, O.B. Simpson. Und da, das war dann... Es war auf mehrere Arten verletzend. Ja, auch für alle. Für alle. Genau. Es war einfach für alle. Wir hätten eigentlich von Frauen, von allen Frauen verklagt werden müssen, eigentlich, finde ich. Wir hätten von allen Komikern, von allen Schwarzen, von allen generell. Das kann ja jetzt noch kommen, jetzt wo du es erwähnt hast. Ja, und von der genau. Also verklagt doch RTL, wenn dann, nicht uns. Nee. So. 40 Jahre, 3 Fragezeichen, herzlichen Glückwunsch. Eigentlich für mich nur Überleitung, 40 aber. Fragezeichen, das wäre ein unübersichtliches Hörspiel. Eigentlich wären wir... Für mich nur hörbar... Dinge, mit die wir in die Kamera halten. Ganz genau, für mich 3 Fragezeichen nur hörbar mit der Originalmusik von Carsten Bohnen, der ja postwendend dann gelöscht worden ist, weil es einen Streit gab, die Originalmusik, der auch Europa... Die alten Folgen haben jetzt keine Carsten Bohnen-Musik mehr. Wenn man die sich anhört, jetzt dieses prog-rockige, jazzige. Aber es gibt die Musik von Carsten Bohnen neu aufgenommen auf diversen CDs. Könnt ihr euch anhören. Ansonsten greift in die Kiste und hört euch die alten Kassetten an. Da ist sie noch drauf. Ich möchte mal kurz eine... Dave Dudley Hearn hängt noch ein Child Wright. Muss da kurz reinkrätschen. Wisst ihr, was die schlimmste Melodie eines Kinderhörspiels ever ist? Doch das von den 5 Freunden auf Kassette. Wir sind die 5 Freunde. Und Timmy da und. Wir sind die besten Freunde. Yeah. Furchtbar. Und wie war es in der Fernsehserie? 5 Freunde, das sind wir. George und Timmy. 5 Freunde, das sind wir. Julian, Dick und Anne. George und Timmy, der Hund. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mir mal, also meine Frau und ich haben uns vor kurzem gewundert, warum das Timmy der Hund ist. Und haben gesagt, das ist ja scheiße, komm, wir gucken uns das englische Original an. Ja. Und was machen sie da? And Timmy the Dog. Das ist noch schlimmer. Dann ziehen sie nämlich den Dog über diese Melodie. Ja, ja. Die Melodie war nicht wahrscheinlich für den Text. Das war irgendwas anderes. Ja, ja, ja. So, ich möchte kurz eine von Mozart. Über Habe ich euch erzählt, dass ich ein TKKG-Hörspiel gemacht habe? Nein, bei Luke? Nein, was?
Bitte? Was? Ja, live. Ihr? Achso. Ich war bei Luke in der Show und wir haben live, die Leute von TKKG waren live da. Diese Dreckskacke TKKG, da warst du mit? Ich war der Erzähler. Das war das TKKG ist das Schlimmste, was jemals aufgenommen worden ist. Nein, das waren Hitlers Also Hitler war schlimmer. Das war cool. Also Hitler, das Hörbuch, hast du Luke auf den Fernsehgarten angesprochen, auf seinen Auftritt? Was war da los? Er hat mir gesagt, wie ich das fand. Und ich habe gesagt, hör mal, Luke, ich habe in Interviews gesagt, das war eine ganz normale Mockridge-Nummer. Ich weiß gar nicht, was das Problem war. Nein, habe ich nicht. Also ich habe dem, klar, Luke hat mich angesprochen. Ich habe ihm gesagt, Nummer muss halt immer gucken, dass Kiwi dir jetzt nicht zur Rache in deine Sendung 6000 Rentner schickt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass zwischen Nummer und Auflösung waren 3 Wochen. Das ist zu lange. Ja. So. Ja, das ist richtig. Und das ist der einzige Punkt, den ich zu monieren. Hast du dann auch so angefangen, Luke? Luke. Nein, ich bin dein Autor. Luke. Das muss hinten hochgehen. Ja, genau. Luke. Ich sagte Luke. Es ist folgendes. Johann König hat mal eine sehr schöne Nummer über die TKKG-Sachen gemacht und hat dann gesagt, welche Zitate sind von TKKG und welche nicht. Da fliegt der stärkste Neger aus der Raumschiffkapsel. Also da sind einfach solche rassistische, deswegen hasse ich TKKG, es tut mir leid. Mich hat es immer genervt, dass die Obdachlosen und Leute, die irgendwie ausländisch aussehen, Zigeuner sind immer die, die auch schuld sind, und zwar ohne, dass sie jetzt Beweise oder Indizien haben, sondern einfach nur, weil der sieht aus, als würde streng riechen. So ganz, ganz schlimme Scheiße. Ja, also ich mochte es nicht. Wer hat das denn gemacht? Der Autor war, glaube ich, nicht der. Irgendwie Wolf, bla bla bla. Es war auch Wolf, alles klar. Es war auch nicht Wolfschanze. Es war auch nicht die Zeit, in der ich Hörspiele gehört habe. Da hörte ich gerade auf mit 3 Fragezeichen und habe mich dann mit anderen Sachen beschäftigt. Und ich bin nicht diese TKKG Generation, aber mir hat unser lieber Ja, ich hab's mal gemacht. Die sind ja jetzt auch nicht mehr so. Darf man das mal ganz kurz sagen? Freund, sind sie nicht unser mehr. Unser lieber Freund, ja auch die dieser Mann hat nicht das gemacht. Nein, das hat er nicht gemacht. Aber das hat er nicht gemacht. Ist er nicht der Wolf? Nee. Nein. Ja, und ich sage nicht Neger. Nein, also außer jetzt, nicht. Das außer als Beispiel, dass ich es nicht sage. So. Matthias Jendracek hat uns geschrieben über Facebook, hey, ich mag euch ja echt, aber das abfällige Bodyshaming des Martin Lawrence von 3 Mit-50ern, von denen maximal der Strebech ein naja geht so vom Doc kriegt, ist unter aller Sau. Dass Lawrence schwerste gesundheitliche Probleme hatte und so, das sollten Movie-Nerds nicht verborgen geblieben sein, hat mich echt aufgeregt. Okay. Dass Martin Lawrence schwerste gesundheitliche Probleme hat, ist an mir vorübergegangen. An mir auch. Ich entschuldige mich jetzt dafür. Ja, ganz genau. Und zwar nicht bei dir, sondern bei Martin Lawrence. Genau. Ja. Aber über dich darf man aber schon Witze machen, dass du dick bist, oder? Nur offensichtlich dick bin und da ich ja ein bisschen das perlt jetzt ähnlich an mir ab wie wahrscheinlich an Martin Lawrence, weil er unseren Podcast nicht guckt. Wusste aber nicht, dass der gesundheitliche Probleme hat. Nee, wusste ich auch nicht. Aber, vielleicht ist man hat ihn ja auch nicht ständig auf dem Schirm. Nein, aber wahrscheinlich ist einfach im Eifer des Gefechts ist das mit uns ein bisschen durchgegangen. Genau, und wenn wir es uns angucken, sieht man, wie wir 8 Minuten unreflektiert über Martin Lawrence ablässern. Ist interessant. Merkt ihr, dass es das nicht besser macht? Das macht es nicht besser, nein. Aber du hast diesen Podcast unheimlich besser gemacht, du hast ihn aufgewertet. Danke fürs Kommen. Wir sind jetzt so langsam. Aber was wäre ein Streter Bender Strebech Podcast ohne die Mystery Box? Wir haben viele Einsendungen bekommen. Habe ich das Buch schon in die Kamera gehalten? Halt doch mal das Buch. Es ist ein wunderbares Coffee Table Buch zu so Coffee Table Buch von Itz. Guck mal hier. Wird jetzt gewonnen oder was? Nein, das wird nicht gewonnen. Das liegt nur einfach mal in die Kamera. Das wollte ich mal in die Kamera. The World of It. Ich werde es nächstes Mal präsentieren. Doch mal ein Toffee-Cable. Könnte ich noch so ein Toffee-Cable probieren? Wer sind Sie dabei, oder was? Wir spielen ja immer das Spiel ist wirklich klasse. 6 Degrees of Kevin Bacon. Wie kommt man von einem Schauspieler auf den anderen? Beim letzten Mal haben wir gefragt, wie kommt man von Olivia Pascal zu Chris Hemsworth? Es sind viele drauf gekommen. Die Antwort ist die, Olivia Pascal hat mitgespielt in einem Film. Säge des Bösen. Popcorn. Nein, Gary, jetzt lass mich ausreden. Verdammt nochmal. Sonst hole ich die Gundula. Also. Jetzt geht es wirklich um die Auflösung. Entschuldigung, um die Auflösung. Ja, entspann dich. Der Hennes platzt uns sonst weg. Olivia Pascal hat mitgespielt in einem Film namens Popcorn und Himbeereis. So, da spielte unter anderem Herbert Fuchs mit. Ja, und Beatrice Fiedler. Es war so ein 70er, so ein dober Film. So. Und da hatte Niki Lauda einen kleinen Gastauftritt, weil der spielte in Felden am Wörthersee und hatte Niki Lauda einen kleinen Gastauftritt. Niki Lauda wird in dem Film Rush porträtiert von Daniel Brühl und
Das der, Englisch heißt schnell. Ja. Der Daniel Brühl heißt schnell? Nee, Rush. Rush, aber genau. Der heißt doch gar nicht. Daniel Brühl spielt in dem Film Rush mit Chris Hemsworth. Genau. Nicht George Best, das war der Fußballspieler, sondern Hunt. In Brühl ist Phantasialand. Und das ist die Antwort auf ein Preisausschreiben? Ja, da musst du erst drauf kommen. Da musst du erst mal drauf kommen, mein Lieber. Seid ihr denn total scheiße? Es gab aber... Nein, es haben andere auch einen anderen Weg gefunden. Ach so. Das war mein Weg. Komm, lass uns lauter schreien. Der Weg ist das Ziel. Verstehst du? Verstehst du? Der Weg ist das Ziel. Bist du Dämmer? Du da, die kleine Katze. Was macht ihr? Wie kommt der Mitarbeiter ich weiß, in den keine Ziel? Ahnung. Also das war der Weg von Olivia Pascal wir zu Chris Hemsworth. Andere haben einen anderen Weg gefunden. Dann seid ihr natürlich nicht scheiße. Nee, seid natürlich toll. Wir ziehen, beziehungsweise wir lassen einen ziehen, und zwar Tommy Krappweis. Du darfst den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen, die nicht auf den Weg liegen. Gekommen klang, ist und unsere Mystery Box bekommen. Jetzt wirklich, als soll ich da reinpupsen und gucken, was liegen. Ja, mach einfach mal. This girl from Ipanema. Nee, Moment, da kommt ja. Soll alle zum Thorsten kommen. Ipanema goes walking in. Bist du ruhig, aus. Geh mal. So, geh mal. Ja, geh mal. Oh, ja, geh mal. Du hast gewonnen. Das ist geil. Thorsten Sträter. Jäger. Thorsten Jäger. Thorsten Jäger. Oder Moment mal, da steht auch Thorsten Hunter. Jäger. Thorsten Jäger gewinnt unsere Mystery Box. Jetzt gibt es die nächste, das nächste, das Hase, das Rätsel. Die nächste Mystery Box geht an den oder diejenige, sollte ich sagen, die oder diejenige. Das. Du hast echt einen Schatten, weißt du das? Die folgende Verbindung rausfinden. Wie kommt man? Wie kommt man von Elton John? Wie kommt man von Elton John zu Oliver Kuritke? So, Six Degrees of Kevin Bacon. Mit dem Flugzeug, Elton was heißt John, ich? Oliver Kuritke. Antworten nur mit dem 42er Bus. Du musst zweimal umsteigen. Genau. Endstation. Antworten nur Köln-Deutsch Mail umsteigen. An post@streterbender-streberg.com oder de. Guckt auf unsere Seite. Bitte schickt uns keine Excel-Tabellen. Ja, es haben mir unsere Leute Excel-Tabellen geschickt. Nein, bitte schreibt einfach nur den Weg. Nicht über Facebook, nicht über Twitter, nicht über Instagram. Danke an unsere Patrons, heißt es, glaube ich. Ne? Patrons? Heißt es nicht Patreons? Nein, es heißt Patrons. Ich glaube, Patreons. Die Patronen halt. Ja. Ganz genau, die uns unterstützen. Der Patrone von der Cosa Nostra und vom Al Capone. Heiße Nächte. Ah, wir dürfen wieder nicht singen. Wir dürfen nicht. Loma. Das sind Millionen. Wir werden hier verklagt ohne Ende. Und wer zahlt die Rechnung? Tommy Krappweis. Danke, dass du da warst. Danke fürs Zugucken. Wenn euch das gefallen hat, diese Ausgeburt an Wahnsinn heute, dann liked uns und abonniert uns und empfehlt uns weiter auf diversen sozialen Netzwerken. Wir sind bei Twitter, bei Instagram und auf Facebook und auch ansonsten freuen wir uns auf das nächste Mal. Und wir freuen uns jetzt im Anschluss an diesen Podcast auf die Hörspielaufnahme. Auf die Hörspielaufnahme zu Ghostsitter. Wie ihr euch selbst spielt. Herr Streberg, beginnen uns auszuannoncieren. Ja. Also bitte, warte Gary noch einmal tief einatmen. Wer weiß, wofür es gut ist. Und jetzt. Alles Gute. Auch beruflich. Echo. Echo. Ja, genau. Mach mal. Alles Gute. Nee, das geht nicht. Doch, mach mal. Genau. Alles, ich muss den Text vorher wissen. Alles Gute auch beruflich. Okay. Du musst pausen lassen, gell? Ja. Alles Gute. Alles Gute. Auch beruflich. Beruflich. Nein, das geht nicht. Das ist alles Gute. Beruflich. Oder wenn du weiter weg bist. Alles gut. Auch beruflich. Ja, das... Oder wenn du im ganz kleinen Raum bist, alles, gut, aber lediglich. Ja, das ist dann natürlich, wenn du... Man merkt, du kommst aus den Bergen. Ja, nee, ich hab das eigentlich gelernt, weil wir in der Schulband kein Echo hatten und ich Bibabalule singen wollte. Bibabalule, schieß mal, baby, baby. Das war eine arme Nummer, aber wir hatten ja nichts. Wir hatten kein Echo. Und bei Wababalubabalabambu habe ich dann aufgegeben, weil das geht dann. Das geht dann nicht mehr. Ja? Da war es dann vorbei. Danke. Ja, tschüss. Was ist denn hier los? Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Sträter, Bänder und Streberg.
Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch... Das, ja, das Video. Eben ja, das ist ein Abspann. Weißt du, man nennt das Abspannvideo. Abspann. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Die Abspanner. Kann man? Da unten. Da. Oh, da? Da, genau. Da? Auf deinem Gesicht. Da, auf meinem Gesicht? Ja, ja, genau. Da hin? Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja. Schön. Also, falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann... Man sollte das machen. Dann ist man immer man voll dabei. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.